Genau. Hallo, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen weltweit, die ihr euch heute Abend mal wieder gönnt, mit Sicherheit, statt irgendwas anderes zu gucken, dem Samstalk beizuwohnen. Überschrift ist immer, wir tauchen aus dem Fluss des Lebens auf, um uns die große Verantwortungsfrage zu stellen. Wer übers Mündliche hinaus Schriftliches sehen will, wir versuchen ein korruptionsbefreites Forum. Unvollkommen wie alles und angeschossen. Im Moment scheint es gerade wieder gar nicht sichtbar zu sein. Da muss ich nochmal nachforschen. Aber wenn es sichtbar ist, könntet ihr es finden unter der Adresse www.freie-argumente-kultur.de. Und die Technik hier ist der Redekreis. Wobei, da gebe ich gleich mal dann an den Dillen weiter, um die Technik des Redekreises heute Abend zu beschreiben. Der hat da immer so seine genaueren technischen Vorstellungen. Also ich gebe ab für diese Erklärung an den Dill. Ja, und ich glaube, ich war die Nummer 2, gell, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja, ja. So, ja, nee, die Technik erklärt sich von selbst. Wir rufen Wechselwunsch, wenn wir Wechsel haben wollen und ansonsten Wechsel. Ja, also, was gibt's Neues? Ich mache jetzt gerade mal eine Präsentation an, ganzer Bildschirm, dann gehe ich mal hier rüber, wenn das alles hoffentlich funktioniert. Ja, wir haben also jetzt auch 500 Seiten geschrieben. Ich habe bestimmt auch ein Viertel geschrieben von den 500 Seiten. Die verschiedenen Mitglieder des Weltrates haben ihre Texte beigeliefert. Wir haben drei Profischreiber, einen, der beim größten Verlag der Welt gearbeitet hat, ein anderer, der für die Süddeutsche und das Zeit-Magazin geschrieben hat, eine andere Profi-Autorin, und die haben überall, so sind lauter Texte zusammengekommen, auch wissenschaftliche Studien jetzt ganz anderer Professoren sind dabei, und so ist das ein schöner Mix geworden. Das Interview mit Professor Mertens ist dabei vom Trend-Magazin. Und so ist jetzt, und die Annonce, die heute bei in FAZ und Süddeutsche war und auch schon Erfolge gebracht hat, heißt viel glücklicher Leben, zum Beispiel im Paradies der Klugen und Reichen, 194. UNO-Staat, Buch und dann der Link dazu, bitte hier. Und hier nochmal die Annonce direkt aus der FAZ rausgeschnitten. Die FAZ habe ich also gekauft und habe das dann, die haben das in der FAZ so gemacht, dass man sogar den Link direkt anklicken konnte und die Leute direkt aufs Buch kommen konnten. Und hier, das ist jetzt ja der eigentliche Titel. Und man sieht, wir haben uns neu orientiert. Wir mussten die Welt sozusagen aufgeben. Dillen, technisches. Also ich sehe keine Einblendung. Ach, dann ist ja, dann danke für den Hinweis, gerne. Ich habe wieder getrottelt wahrscheinlich. Ich habe vergessen, den Teilen-Knopf hier zu drücken. Jetzt geht es mit den Bildern. Also, wir holen kurz nach. Wo ist es? Siehst du jetzt was? Siehst du jetzt was? Ja, jetzt sehe ich was. Jetzt sehe ich was. Ja, also das war die Annonce, viel glücklicher Leben, zum Beispiel im Paradies und so weiter. Das ist die aus der FAZ. Und das ist also der Buchtitel, jetzt ein bisschen. Ah, da kommt bei mir jedenfalls nicht alles rüber. Heißt also Weltrat der Weisen, ca. 20 Profs und so weiter, Next Scientists for Future, Schüler der Naturwissenschaftler, Evolutionsbiologen bzw. Psychobiologen, Sir Charles Darwin, Bestsellerautor, Professor Richard Dawkins und viele andere Top-Naturwissenschaftler. Und dann, also unsere neue Zielrichtung ist nicht mehr darauf gerichtet, die Welt zu sanieren, weil sich das als nicht möglich herausgestellt hat für uns, definitives Endergebnis. Und aber im Paradies der klugen, reichen und schönen Leben, also einen 194. UNO-Staat hinkriegen, jetzt sozusagen vielleicht einen Jeff Bezos zu gewinnen, der muss allerdings klug genug sein, um die zwei Prüfungen zu bestehen, des Eingangstests. So, unser Motto heißt ja hier auf dem Buchtitel Vernünftige und Vermögende aller Länder, vereinigt euch, lieber Milliardär, Professor, Doktor und so weiter, männlich, weiblich, divers, sogar du bist hier nicht glücklich, sondern nur auf den Glücks
Zentralirrtum hereingefallen, weswegen du nicht aufbegehrst gegen das Verzichten müssen auf über 90% der dir zustehenden Glückserlebnisse. Lehrmaterial für den Einbürgerungstest für das erste volldemokratische Gemeinwohlland der Erde, 194. UNO-Staat, 31. NATO-Mitglied. Wir träumen natürlich von einem südlichen Ecken, das von Kanada, das vielleicht, die Kanada bereit ist, an Mark Zuckerberg zu verkaufen und uns und so weiter oder so. Da muss man mal gucken, ja, Südamerika, Afrika bliebe ja noch möglich. Und eben, jetzt heißt es bei uns, und für dessen Außenstelle Gemeinwohlgemeinschaft Köln, Buch 1 und so weiter. Und dann ist hier noch das Logo vom Weltrat und so weiter. Ja, und ja, das ist, wie es jetzt im Buchhandel drin ist, ja. Und ich verkaufe natürlich bei meinen Bekannten auch immer billigere Exemplare, schon ab 50 Euro. Wobei Geld kriegt ja keiner von uns. Die Professoren kriegen kein Geld, ich kriege kein Geld. Das geht alles nur in die Werbung. Das geht alles in die FAZ und die Süddeutsche und so weiter. Ja, also so viel, mein erster Beitrag, neuester Stand. Wir haben also alles geändert, nicht mehr die Welt retten, sondern nur noch ein neuer Staat, der möglich erscheint, und einfach nur Außenstellen, Gemeinschaften, Gemeinwohlgemeinschaften. Alles andere erscheint uns völlig unrealistisch nach so langer Zeit. Und ja, dann gebe ich erstmal weiter, damit die anderen ihre erste Runde machen können. Ja. Eins war, glaube ich, meine Ziffer. Ja. Janik, du weißt, du kannst jederzeit dazwischen springen, auch, oder wenn du jetzt direkt was sagen wolltest, kannst du auch gleich vor mich springen, so. Ansonsten mache ich mal einfach los. Inhaltlich, habe ja vorhin nur eher technisch eingeführt in den Talk heute Abend. Ja, also von der Grundorientierung gibt es bei uns, also Mia und Schenker-Bewegung, nichts Neues zu sagen. Wir sind da zäh und beständig. Unser Grundgedanke ist, dass egal in welcher Dimension, ob von der Umstellung des eigenen Lebens bis zu wirklich guter Gemeinschaft, bis zu guter Menschheitsgesellschaft, dass eigentlich alles auf dieselbe Weise funktionieren muss. Nämlich, dass der Mensch sein innerstes Wesen, seine Vernunftseele so weit ausleben kann, dass er sieht, er wird glücklich durch möglichst viel vernünftigen Sinn, Verantwortlichkeit, am besten einen Sinn im Ganzen, für den man tut, was man kann, egal ob er zustande kommt oder nicht, weil man eben nicht nur um zwei Ecken dann verantwortlich denken kann, sondern die Verantwortung reicht dann eben so weit, wie die Folgen reichen und ja, reichen könnten und was dann eben da sinnvolles Engagement wäre. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, wegen dem Wert alleine, dass unser aller Überleben dran hängt, also lohnt es sich immer, dafür was zu tun. In der praktischen Form wird das wahrscheinlich ähnlich aussehen, also was der Dylan sich da als Glücksangebot für die Reichen vorstellt und was er in seiner Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd anbietet. Also wir haben da auch in Deutschland ja bis zu 10, vielleicht sogar mehr, aber eben zum Teil leerstehend, also jetzt nicht wirklich im Sinne eines Gemeinschaftsanlaufs genutzt, noch nicht. Also wir haben da auch Standorte, wo man solche Kommuneversuche machen könnte, die von ja der Offenheit der Menschen für ihre Vernunft und Vernunftseele geprägt sind, freie Argumentekultur als das oberste Gesetz, Argumente-Gleichberechtigung unter den Menschen. Geht nicht drum, wer besser boxen kann, lauter schreien oder was ich machen kann, sondern soll von inhaltlicher Argumentequalität alles gesteuert sein. Und Menschen, die so gemeinsam miteinander das Denken und Sprechen, ihre Vernunftseele teilen, die werden sich dann auch als Menschengeschwister verstehen und menschengeschwisterlich insgesamt miteinander umgehen wollen, miteinander teilen wollen. Die Entscheidungen, dass sie da vernünftige Konsensentscheidungen als Struktur versuchen. Und natürlich auch ihre Butterbrote. Kurz und gut, also das wird dann das wirklich glückliche Leben sein durch die vernünftigen Menschengeschwister.
die miteinander dann die Einzelheiten auch sicherlich ausloten werden, wie sie sich so ein Leben schön und insgesamt verantwortlich, auch ganzheitlich gestalten können. Genau. Und ich bin auch mit einem Buchprojekt damit beschäftigt. Ich bin in unserer Bildungs- und Wissenschaftszentrale, kann man sagen, hier in der Nähe von Marburg in Stadtallendorf. Da haben wir die ganzheitliche Bildungswerkstatt lilitopia.de und bin mit dem Herzen und mit dem Engagement aber auch bei Projekten mit dabei. Also unser größtes Projekt in Mecklenburg, wo gerade jetzt einer neu eingezogen ist, ein anderer wohl überlegt, mal eine Probewoche zu machen im Mai, was mich alles sehr freut, weil wir brauchen ja ein paar Menschen, die eben einfach auch substanziell leben, wovon wir so theoretisieren, die das vorleben können. Und der Jannik, von dem ihr gleich was hört, der ist unser Vorposten sozusagen beim vom politischen Anspruch her betrachtet aus meiner Sicht wichtigsten Projekt der Welt, dem Widerstandszeltcamp in Berlin, wo vor den Toren der Macht, also am Anfang auch getragen durch eine echte Massenbewegung, die Corona-Maßnahmen-Kritikerbewegung, Querdenkerbewegung, die neben den Massendemos da auch dieses Zeltcamp als beabsichtigterweise bleibendes Element 2020 ins Leben gerufen haben. Und das haben sie dann an uns abgegeben, als sie sich da zu sehr überfordert fühlten für die Fortsetzung. Und unser Dirigent dieses Projektes ist der Jannik halt in Berlin als Dauerwohnsitz, Zelter oder Camper da in Berlin. Ja, das soll erstmal reichen für den ersten Beitrag und damit gebe ich mal an den Jannik. Janik, ich höre dich nicht. So, jetzt müsstet ihr euch hören, ja? Janik, sag noch mal was. Ja, Jetzt erstmal höre alles ich ihn. Gute. Ja. Ist Wechseln richtig? Er fragt, ob Wechsel 0 richtig ist, ob er 0 ist. Wechsel 0 ist richtig, Alles genau. klar, Janik, du bist 0. Okay. Ja, wie Affi schon sagte, ich bin hier in Berlin für unser ja, Widerstandszeltcamp-Projekt zuständig. Und ja, halt hier in Berlin auch die Augen auf nach neuen möglichen Orten und auch Mitmachenden. Und ja, ich schließe mich auch an dem an, was Öffi gesagt hat, fand ich gut in Worte gefasst, so das, was unser Anliegen ist in Schenkerbewegung und das, was wir machen wollen und wozu wir die Leute auch einladen in unsere Projekte. Ja, also da denke ich, ist auf jeden Fall für die Welt gutes Potenzial nach vorne in ein glücklicheres, verbundeneres Leben. Und da sollten wir uns, denke ich, auch alle für einsetzen, um dann eben auch ja, in diese Verbundenheit zu kommen, woraus dann meiner Meinung nach auch eben wirklich tieferes Glück und Zufriedenheit entstehen kann. Weil wenn wir nicht verbunden sind mit der Welt, wie sollen wir denn getrennt glücklich und zufrieden sein? Also das heißt sozusagen die ganzheitliche Verbundenheit auch als Weg zum eigenen Glücklichsein. Ja, soweit von mir erstmal und damit würde ich weitergeben. Ja, jetzt hat aber niemand mehr Konto außer dir. Also willst du kannst sagen, ich gebe weiter in die nächste Runde. Genau, ich gebe dann weiter in die nächste Runde. So, dann muss ich hier drücken. Moment. Ja. Ich muss die Uhr erst wieder richten. So, dann mache ich Wechsel 2, ja. Wechsel 2. Ja, bei uns sind ein paar Sachen noch mal viel deutlicher geworden, nämlich immer noch stärker, dass wir ja glauben, dass auch, wir sind ja mittlerweile überzeugt, dass die Alternativbewegungen alle
Und ich mache es mal an einem Extrembeispiel des Königreichs Deutschland, über das ich mehrere Sendungen gemacht habe, weil die nämlich die dreist behaupten, sie seien der erste echte Gemeinwohlstaat der Erde. Sie sind ja weder ein Staat, weil sie kein eigenes Staatsgelände gekauft haben mit dem Recht, dort eine neue Verfassung und damit eine UNO-Anmeldung machen zu dürfen. Das heißt, deutsches Recht gilt im Königreich Deutschland, also ist es natürlich kein Staat. Und es ist vor allem kein Gemeinwohlstaat, weil Felber, der nun mal den Begriff berühmt gemacht hat, definiert, dass eben Steuervorteile für diejenigen Unternehmen, die uns Gutes tun, ja die Minimalvoraussetzung für Gemeinwohl sind, gemeinwohlökonomisches und Gemeinwohlländer und so weiter. Und leider eben das Königreich Deutschland zum Beispiel nicht misst, ob die Ärzte dort die Gesundheit ihrer Kunden eher schädigen oder tatsächlich fördern. Das wird dort auch wieder nicht gemessen. Also hat es mit dem Gemeinwohlgedanken, wo der Fitzek natürlich diese Popularität aufgreift, des gemeinwohlökonomischen Diskutierens sozusagen, hat das überhaupt nichts von Gemeinwohl. Ja, das hat nur das Wort, das Modewort von Christian Felber übernommen und missbraucht es, ohne es zu sein. Und das andere ist aber, dass wir mittlerweile besser verstanden haben, was das eigentlich alles ist. Und zwar habe ich dann deutlich gemacht, anhand der Grundsätze des Königreichs Deutschland, mir klar gemacht in der Sendung, in den mehreren Sendungen, dass es immer darum geht, beim Königreich Deutschland auch der Regierung Deutschlands die Legitimation abzusprechen und immer die also quasi so als illegitime Verbrecher an der Spitze, die da oben. Bei unserem Buch heißt es, in dem Buch heißt es bei uns, ja, alles Verbrecher, die da oben. Ja, und ich habe ja schon öfters gesagt, dass ich das auch bei der Schenker-Bewegung bemängle, dass es da Kritik an Menschen gibt. Und das ist etwas, wo wir wirklich immer noch konsequenter sagen, nein, es mag irgendwo einzelne Verbrecher geben, aber das Schlimme am Kapitalismus ist, dass die Leute sich keiner Schuld bewusst sind, sondern unser neuer Begriff lautet jetzt ja Zentralirrtümer. Für das Buch mussten wir den neuen Begriff prägen, Zentralirrtümer der Menschheit. Und dann gibt es die Zentralirrtümer, können für die Spartenmitglieder, aus denen die Irrtümer kommen, als vorteilbringende Irrtümer wirken. Für die Restwelt, aber auch für die Spartenmitglieder manchmal auch eine gewisse nachteilbringende Irrtumswirkung haben, also nachteilbringende Irrtümer sein, also NIs, also wir haben also ZIs und VIs und NIs. Und solange eben die vorteilbringende Wirkung, die nachteilbringende Wirkung übersteigt, breiten sich die Zentralirrtümer eben aus in der Menschheit. Und dazu gehört eben der ganz fatale Zentralirrtum alles Verbrecher, die da oben. Denn das ist eigentlich, dieser Zentralirrtum stammt teilweise aus den Waffensparten, weil das natürlich aufhetzt zu, oh, wenn die da oben unrechtmäßig sind, dann müssen wir sie stürzen und dann müssen wir sie bekämpfen und bekriegen. Da freut sich natürlich, da profitiert natürlich die Waffensparten, profitieren von solchen Zentralirrtümern. Für die sind das dann VIs, also vorteilbringende Irrtümer. Aber es sind eben auch, ich sage mittlerweile, es gibt mittlerweile, aus meiner Sicht sehe ich auch eine Diktaturfreunde-Sparte, die also sozusagen auch Geld darin investieren, dass es zu einem Umsturz, zu einem Tag X in Deutschland kommt und dass dann diese Diktatoren als neue Hitlers und Stalins und Honeckers an der Macht sind und dann abkassieren können. Also das ist auch aus meiner Sicht ein Geschäftsmodell. Aber ich muss weitergeben, aber da mache ich nachher weiter.
Und werde auch noch darauf eingehen, dass ich eben alle alternativen Probleme als Bewegungen, als Manipulationsopfer bestimmter Sparten sehe und darin leider gar keine Zukunft und Chance sehe. Ja, aber ich muss weitergeben, gell? Also jetzt bitte Wechsel, gell? Also, ja. Ja, Wechsel Wechsel 1, ein. ja, Augenblick, Ja, ich gucke Wechsel gerade mal, ein. ob die richtige Uhr läuft. Ja, läuft. Ja, super. Also uns in Schenker-Bewegung geht es schlicht und ergreifend um Verantwortungseinstellungen und Verantwortungsstrukturen, die funktionieren könnten. Also vernünftige Verantwortlichkeit. Und ich freue mich, ich habe jetzt jahrelang auch gewaltfreie Aktionen gemacht, um Strafanzeigen zu bekommen, weil eine Ebene, um mit unseren Politikern darüber sachlich sprechen zu können, also eine demokratische, eine politisch-argumentative Ebene, existiert nicht, so wie es ja auch keine wirkliche freie Argumentekultur gibt, also dass alle Argumente auf den Tisch kommen würden. Und dass man sie nach Argumentequalität ohne Korruptionseinflüsse beurteilen wollte, gibt es eben leider nicht. Und deshalb habe ich illegal gezeltet, um das Widerstandszeltcamp am Leben zu erhalten. Und vor allem habe ich eine Spitzenaktion gemacht, eine gewaltfreie Aktion als radikal zugespitzte Aktion. Und das war am 29.08.2022, direkt Jubiläum zu der Massendemo am 29.08.2020. Und zwar habe ich einen radikal-pazifistischen Kanzleramtssturm durchgeführt. Ich habe dabei keinen Fuß ins Kanzleramt setzen müssen, können oder müssen, weil ich alles mit der Polizei besprechen konnte, schon einige Meter vor dem Kanzleramt. Die waren auch vorher schon zu mir in das Widerstandszeltcamp gekommen. Das heißt, alles lief als radikal-pazifistische, künstlerische Aktion sehr stark, ohne überhaupt jetzt die Wirklichkeit mit Füßen treten zu müssen. Und meine Absicht war eben zu zeigen, wir leben zu sehr in einem Korruptionssystem statt einem Verantwortungsargumentesystem. Und mein Angebot war gewesen, ich bringe als Geschenk in die Gesellschaftszentrale, Zentralsteuerung, das Kanzleramt, ein erstes korruptionsfreies Büro mit ein, was es noch nicht da gibt, ist meine Behauptung. Und zwar eine Nachhaltigkeits- und Friedensagentur. Weil wir haben zwar Arbeitsagenturen, Kriegsministerien und so, aber wir haben keine echte Nachhaltigkeits- und Friedensagentur. Das heißt, für die wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben oder für das, was eigentlich die Leitmotive sein müssten des ganzen Geschehens, haben wir keine Organisationszentrale. Ja, und da wurde ich halt abgefangen. Man hat mir versprochen, ich kriege eine Strafanzeige. Die habe ich dann lange nicht bekommen. Und jetzt habe ich sie. Also nach einer weiteren illegalen Zeltaktion am Ostersonntag, wo mir auch wieder eine Strafanzeige versprochen wurde. Aber dann habe ich ja, was für mich viel besser ist, jetzt die Strafanzeige bekommen bezüglich des Kanzleramtssturms. Und ja, also mir geht es weniger darum, oder Schenker bewegt insgesamt, zu sagen, wie sehr die Leute bewusste Verbrecher sind. Ich nenne mal ein Beispiel allerdings, das hat der Gunther Frank, der Arzt, der so aufdeckende Bücher auch bezüglich Corona rausbringt, zum Beispiel Das Staatsverbrechen, heißt sein neues Buch. Der hat gesagt, Leute, wie können wir es uns anders als vorsätzlich vorstellen, wenn der Herr Innenminister Seehofer von einem eigentlich für solche Kriseneinschätzung zuständigen Beamten seines Innenministeriums schon frühzeitig eine Risikoanalyse vorgelegt bekommt bezüglich Corona und der stützt sich mit Berufung auf die bisher auch des Öfteren schon einbezogenen Wissenschaftler für Gutachten, behauptet der, Corona ist ein globaler Fehlalarm und da ist eigentlich durch Corona keine größere Gefährdung als sonst gegeben. Aber die Maßnahmen wären schrecklich, auch für die kritischen Systemstrukturen der Gesellschaft und so, ja. Und er geht hin als der Beamte,
erstmal kein grünes Licht bekommt oder seine Analyse nicht aufgegriffen wird groß und sie dann an zuständige Stellen von sich aus verbreitet, dann geht der Innenminister Seehofer hin und psychiatrisiert den Menschen öffentlich und entkleidet ihn seines Amtes und sagt, solche Privatmeinungen sind nicht sein Ding und distanziert er sich. Und es wird dann keine Risikoanalyse dieser Art gemacht. Also wenn wenigstens eine gemacht worden wäre, die dann das Gegenteil gezeigt hätte oder so. Nein, wird gar nicht gemacht. Und da meint natürlich der Arzt Dr. Frank, also wie soll man so ein Verhalten anders als vorsätzlich bezeichnen? Aber ich würde ja noch weitergehen. Piep, 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 piep. Ja, ein Satz, wenn der Innenminister Seehofer stehen würde und würde sagen, ich habe nur in Trance gearbeitet, würde ich sagen, ist auch okay, aber wir müssen das Inhaltliche verändern. Ja. Janik, ich gebe dann weiter an den Janik. Ja, Wechsel 0. Läuft. Läuft, läuft, wir hören. Also ich habe gerade gar nichts zu sagen. Ich würde jetzt meine Restzeit abgeben. Ja, genau. Ja, dann kann ich vielleicht noch was kurz hinzufügen. Nämlich, für uns ist das Entscheidende, egal ob da auf der anderen Seite bewusste Verbrecher sind, was wir nicht für unmöglich halten und was wir als Gefahr auch für wichtig halten zu benennen, oder ob sie vielleicht alle wirklich in Trance versetzt wurden und handeln da, ohne es wirklich bewusst selbst zu wissen und zu wollen. Für uns ändert ja sowieso nichts daran, dass unser Weg, mit ihnen allen umzugehen, die liebevolle Vernunftaufklärungsarbeit ist. Also unsere pazifistischen, gewaltfreien Aktionen, unser Vorleben, unser sanftes Einladen. Leute, kommt und macht mit. Auch bei Alternativen zum Staat, also im Sinne von fremdbestimmender Herrschaft. Für uns sind alle Systeme, die sich da als Staat bezeichnen, insofern völlige Willkür, als dass ein Mensch, wenn er einen Auftrag zur Vertretung abgibt, muss er vorher gefragt worden sein und er muss das mit Verantwortungsgründen begründet bekommen haben und eingesehen haben und dann muss er Ja sagen und den Auftrag erteilen. Alles andere, was da konstruiert ist, sind eben einfach haltlose Konstruktionen, die sich mit dem Recht auf wirkliche freie Entscheidung der Menschen schon überhaupt nicht vereinbaren lassen. Und deshalb ist das für uns eigentlich relativ uninteressant, was es da so alles gibt. Unsere Vorstellung eines Staatsersatzes ist dementsprechend auch gar nicht jetzt irgendwie ein von UNO oder was weiß ich anerkanntes Territorium oder sowas, sondern unser Konzept ist mehr das Terrania-Konzept. Freie Menschen, die so über sich selbst entscheiden, tun sich zusammen und statt dass irgendein fremder Herrscher, irgendeine Bürokratie, die da oben drüber sitzt, irgendein Stempel auf irgendeinem Formular von irgendeinem Beamten, stattdessen bilden die Menschen soziale Netze und stehen füreinander ein. Also man hat Paten, die für die Identität und ja, die Korrektheit des betreffenden Menschen mit einstehen. Und das bildet so eine wachsende Sozialstruktur von unten, die zum Teil auch gar nicht territorial hauptsächlich bezogen ist, sondern eben auf menschliche Einstellungs- und Füreinander-Qualität. Das ist so der Terrania-Ansatz. Okay, gebe ab. Ja, ich habe deswegen gepiepst, weil ich habe dem Janik vorhin vergessen zu sagen, dass man nur weitergeben kann, aber nicht dem anderen jetzt Zeit einräumen. Das System war ja dann, als wir es weiterentwickelt hatten, war ja darauf geeicht, dass man nur weitergeben kann jetzt. Es ist folgendermaßen, Wechsel 2. Ja, also ich will jetzt mal reinkommen, dass wir in die Diskussion kommen, weil bis jetzt haben wir ja nur so Reden gehalten, vielleicht, dass wir in die Diskussion kommen mit Wechselwunschruf. Für mich ist es halt so, dass wirklich ich mittlerweile ganz klar sage, alle Alternativkonzepte, die man überhaupt so kennt, sind aus meiner Sicht Verschlimmbesserungskonzepte. Warum? Warum?
Ja, ich mache es nochmal deutlich am Beispiel der Linken, ja, zum Beispiel der Linksextremisten jetzt beispielhaft. Da sind die Waffensparten, die sind interessiert an einer linksradikalen Revolution, und da heißt es dann eben auch als Gedanke, ach, diese reichen Schweine da oben. Ne? So nach dem Motto, muss man mal wieder in die Guillotine stecken. Ja? Also das ist einmal, kommt aus den Waffensparten, solche Zentralirrtümer, aber auch aus den Sozialsparten, denn das Ziel letztendlich, also das nicht bewusste Ziel eines Zentralirrtums, das sind ja alles niemals bewusst gedachte Vorgänge aus unserer Sicht, sondern es ist einfach so, dass ein Sozialspartler, der die Idee verbreitet, es wäre eine gute Idee, mit den Reichen in einer Gesellschaft aggressiv umzugehen, in irgendeiner Weise, und wenn es nur ganz hoch besteuern oder sonst was ist oder so, wie hat die Linke mal gesagt, in Arbeitslager stecken, ja? Alle solche Ideen, die führen am Ende dazu, dass die Reicheren abwandern, wertvolle Arbeitsplätze in Rumänien, es ist das neueste Zielland, Rumänien, Tschechien und Polen landen, und hier lauter Arbeitslose entstehen, und dann können die Sozialsparten, die Verwalter von Arbeitslosen, Obdachlosen und armen Menschen, die können Karriere machen in der Verwaltung dieser zunehmenden Armut im Lande sozusagen. Ja? Und das heißt, ich sehe die ganze linksextremistische Jugendbewegungen sozusagen als Manipulationsopfer der Zentralirrtümer, der Sozialsparten, der Waffensparten und anderer Sparten, die letztendlich, vielleicht auch, gibt es da auch eine eigene Diktaturfreunde-Sparte, dass da manche doch noch davon träumen, Honecker, Stalin oder Mao werden zu wollen und da sich dann zu bereichern an der Welt. Putin soll ja auch 300 Milliarden besitzen, wo er sich ja von seiner Bevölkerung auch eben bereichert hat. Ne? In einem Ausmaße, wie das unsere schrecklichen, die Bösen da oben, na, die alles Verbrecher, die da oben ja so ganz nicht hinkriegen. Na? Das ist dann schon den Diktatoren vorgegeben. Aber was ich jetzt sagen will, ist also damit, dass ich mittlerweile der Überzeugung bin, dass es leider auch die Gemeinwohlökonomie ein reines Verschlimmbesserungskonzept ist, weil sie eben alle diese Tendenz haben, dass sie Manipulationsopfer bestimmter Sparten sind und deswegen dann, ja, und jetzt, um in die Diskussion zu kommen, wo bei der Schenkerbewegung fällt mir halt als erstes ein, dass es eben dort auch solche Dinge gibt, wie, dass ich da immer wieder mal so Töne gehört habe, dass es da irgendwie auch, dass man da irgendwelchen Menschen was vorwirft oder sie als Verbrecher anspricht und wir dann als sagen, nein, jeder, der einen Menschen sozusagen als Verbrecher anspricht, ist Opfer, zum Beispiel auch der Sparten innere Sicherheit, die davon leben, dass es immer wieder Gerichtsverfahren, Gefängnisaufenthalte, innere Sicherheitsdienste können sich bereichern. Je mehr es zu Spannungen kommt und zu aggressiven Tendenzen gegen, oh, alles Verbrecher, die da oben, die Schweine da, ne, und so. Und deswegen sehe ich darin nur noch und ausschließlich Verschlimmbesserungsideen, die alle für die Gesellschaft nichts bringen würden und keine Lösung bringen würden, sondern einfach nur bestimmten Sparten dienen und denen Profite bringen. So, Wechsel, damit wir jetzt mal in die Diskussion auch kommen können mit Wechselwunsch. Hm? Ja, Wechsel 1. Moment, so, jetzt Knopf drücken. Ja. Augenblick, warte, war noch ein Fehler. Ja, warte. Na, Moment. Jetzt läuft. Danke. Ja, Wechsel 1. Also ich sehe nicht, wie bei uns irgendjemand gefördert werden könnte, also irgendwelche Sparten mehr Geld verdienen könnten. Wir selber verdienen kein Geld.
Wir kümmern uns um andere Leute, egal ob die in Trance befindlichen oder bewusst verbrecherisch Handelnden. Alles ohne Geld und wir versuchen auch jeden nur zu motivieren. Mit weniger Geld. Oder Wechselwunsch. Wechselwunsch. Zu agieren. Klar, bitteschön. Ach, jetzt schon direkt. Moment, dann muss ich hier kurz stoppen. Also Wechsel 2. Ja, das ist eben genau das, was ich allen Alternativbewegungen, nicht nur der Schenkerbewegung, sondern allen wirklich vorwerfe, dass sie gar nicht sehen, was sie wirklich tun. Denn in dem Moment alleine schon, wenn ich hingehe und sage, da gibt's irgendwelche Verbrecher, es sei es bei Corona gibt's irgendwelche Verbrecher oder irgendwie in der Regierung gibt's Verbrecher oder unter den Reichen gibt's Verbrecher, damit hetze ich schon, damit wirke ich schon darauf hin, dass andere Menschen sich aufgehetzt fühlen, eventuelle Straftaten zu begehen gegen die da oben und dass dann eben die Sparten innere Sicherheit, Richter, Staatsanwälte, Polizisten, innere Sicherheits-, private Sicherheitsdienste, Gefängniswärter, Anwälte und so weiter am Ende sich gutes Geld zusätzlich verdienen können, nachdem eben durch die Ideologie auch der Schenkerbewegung der eine oder andere sich irregeleitet dadurch dann aufgehetzt fühlt. Na, wenn das da oben da Verbrecher sind, dann muss ich ja mal was tun. Wechsel? Naja, also ich halte das jetzt nicht für sehr realistisch aus dem einfachen Grund, weil wir ja sagen, und das noch bevor wir hingehen und da irgendwelche konkreten Systemveränderungsvorschläge machen, wir sind für Argumente statt Fäuste. Das heißt, wer von uns irgendwelche Impulse aufnehmen will, der möge erstmal so intensiv wie möglich dieses Argumente statt Fäuste Motiv aufnehmen. Und? Wechselwunsch? Ja, bitteschön. Oh ja, wie gesagt, du kannst ja auch noch 20 Sekunden weiterreden. Ja? Du weißt Bescheid. Ja, ja. Wechsel 2. Ja, das verstehe ich ja, dass ihr sagt, Argumente statt Fäuste, aber eben auf der anderen Seite breitet ihr auch die Idee aus, dass es doch irgendwo Verbrecher gäbe und das kann jemanden, auch wenn er eigentlich euer Argumente statt Fäuste hört, kann ihn trotzdem dazu veranlassen zu sagen, für sich zu sagen, na gut, aber wenn die Schenkerbewegung mir sagt, dass es da bestimmte Verbrecher gibt, dann ich handle das einfach. Die wollen, sie sind pazifistisch, aber ich handle. Das meine ich mit, es geht immer um manipulative Gedankenverbreitung. Das ist für mich das ausschlaggebende. Wechsel. Ja, wie gesagt, ich halte das aus dem erstgenannten Grund für unrealistisch. Aber auch der zweite Grund, wenn wir sagen, da werden Verbrechen begangen, aber die Leute machen es gar nicht bewusst, das sind keine bewussten Verbrecher, dann wird derjenige, der sich als Opfer dieser Untaten, so nenne ich es mal, sieht, auch sagen können, gut, und wenn es Marionetten sind, dann erschieße ich sie trotzdem. Oder gerade dann brauche ich mich ja gar nicht bemühen, sie anzusprechen mit Argumenten oder sowas, sondern greife ich gleich nur zu Kalaschnikow. Wir sind ja dann noch viel differenzierter. Das heißt, erstens sagen wir sowieso, egal ob der in Trance ist oder ob er bewusst und absichtlich handelt, der sinnvolle Weg ist immer Argumente statt Fäuste. Und da kann man ja drüber nachdenken. Ich glaube, da gibt es sehr gute, starke Argumente, dass das so der zu bevorzugende Weg ist. Auch die freie Argumentekultur als absolute Wurzel einer vernünftigen, freien, verantwortlichen Gesellschaftsmöglichkeit. Und, also wir sagen, es ist durchaus möglich, aber man kann ja die Leute sogar selber fragen, also womit sie sich eher ernst genommen fühlen. Also den Herrn Seehofer zum Beispiel. Herr Seehofer, ist Ihnen das unabsichtlich, unbewusst und unabsichtlich passiert, dass Sie den Herrn Stefan Kohn da seines Amtes enthoben, ihn öffentlich psychiatrisiert haben und dieses inhaltliche Anliegen so einer Krisenanalyse nicht angenommen haben und nicht anderweitig durchgeführt haben, war das eine bewusste, absichtliche Handlung oder war das irgendwie eine Trance-Handlung oder was weiß ich, Verblendetheit oder sonst wie. Und dann werden die betreffenden Menschen von sich aus werden sagen können, genauso wie die Milliardäre und, du hast ja selber gesagt, der Putin vielleicht 300 Milliarden hat er beiseite geschafft, der schafft das besser als die Kapitalisten. Ja, wandert das zufällig oder durch einen unbewussten Strom des Geldes in die Taschen der Diktatoren und der Kapitalisten? Aber könnten wir alles ihnen überlassen, am besten sogar zur Selbsteinschätzung? Es ändert nichts an unserem Verhalten ihnen gegenüber. Es ändert nichts an unserem Aufruf, wie wir Menschen aufrufen oder irgendwie
ihnen Impulse geben wollen, um was zu verändern, nämlich mit Vernunft und Liebe und mit selber Vorleben dieser Struktur. Wir gehen ja nicht mal hin wie die Klimakleber. Also es kennzeichnet unsere gewaltfreien Aktionen, dass wir nicht irgendjemanden damit belästigen, stören oder hindern wollen, auch nicht mit seinem Auto zu fahren, sondern dass wir einfach nur das Recht haben wollen, die positive Alternative vorzuleben und damit Impulse geben zu können, die, wie gesagt, in der weitestgehenden gewaltfreien Aktion der dem Kanzleramtssturm damit auskamen, keinen Fuß ins Kanzleramt zu setzen. Also so künstlerisch, symbolisch oder vorgreifend gestaltet zu werden, dass nicht ein Fuß eben auch jetzt Wechselwunsch. Da, bedrängend sein musste. Ja, bitteschön. Ja, Wechsel 2. Ja, also ich bin, würde jetzt auch dann in der nächsten Runde dann auch versuchen, stärker darauf einzugehen, oder vielleicht kannst du auch noch mal ein paar Punkte nennen, die so direkte Zielsetzungen der Schenkerbewegung sind, damit ich dann gezielt noch mal dann sagen kann, wo ich da meine, dass die Schenkerbewegung durch bestimmte Sparten und deren nicht bewusste Zentralirrtümer manipuliert ist, eine falsche Strategie zu fahren. Aber das, meine Zeit ist jetzt mal für diese Runde rum. Wechsel. Ja, ich kann kurz, wenn ich noch Zeit habe, wechseln. Ja, du hast noch eine Minute. Ja, gut. Also das ist ja bekannt. Also erstmal sagen wir wissen es gar nicht alles. Unser Grundprinzip, wodurch jemand mit zur Schenkerbewegung gehören kann, ist: Wir wollen gemeinsam vernünftig nach Verantwortlichkeit dann im Ganzen, weil man kann nicht nur um zwei Ecken verantwortlich sein, also gemeinsam vernünftig nach Verantwortlichkeit oder globaler Verantwortlichkeit suchen. Das führt sehr direkt dazu, dass solche Menschen so wie, ich nenne es jetzt mal Menschengeschwister oder globale Konsensgeschwister, miteinander das vorleben wollen, indem sie die Entscheidungen so teilen, also das Denken miteinander so teilen, freie Argumente-Kulturplattform, dann die Entscheidungen so miteinander teilen, und wer so weit geht mit dem Miteinander teilen, der teilt dann auch das übrige Leben geschwisterlich. Und das kann man am besten vorleben in solchen idealtypischen oder idealglücklichen Kommune-Experimenten, wo man diese andere Dimension des Glücks gegenüber dem Geld haben oder Macht haben vorleben kann, erlebbar machen kann, auch dass die Reichen und Mächtigen, die Diktatoren, da mal Urlaub machen können oder so. Wir sind aber auch der Ansicht, auf allen Schienen, also wir haben auch die Verbündeten, die noch im System sind, die so definiert sind, dass sie nur mit Träumen, also von dem Ideal mit Träumen, aber piep, sonst piep, piep, piep. Auch machen. Ja, und da sind wir unter anderem auch der Auffassung, dass was die Next Scientists for Future vorstellen, also da vorschlagen so Wohlfühlstimme und anderes, alles als relative Fortschritte oder Reformschritte, ja, spannende Ideen, womit da auf dieser Ebene auch experimentiert werden könnte und sollte, Modellexperimente gemacht werden können. Ich gebe ab. Ja, jetzt hat nur noch der Yannick Konto. Und wie gesagt, der kann nur entweder weitergeben oder seine Zeit nutzen. Ne? Yannick, hörst du uns? Der muss wahrscheinlich sein Mikro erst anschalten. Sein Handy ist manchmal nicht so sprungbereit, sagen wir mal. Jetzt ist er im Moment, jetzt kommt er wieder. Hat alles wahrscheinlich technische Gründe. Ja, ja. Ja, ich wurde gerade eben angerufen, Entschuldigung. Alles kein Problem, Yannick ist da und du bist auch dran, Yannick. Okay, dann würde ich mal versuchen, was zu sagen. Also, ich denke, dass wir in Schenkerbewegung von unserem Anspruch her, was unsere Wirkkraft angeht, auf die Welt, so ausgerichtet sind, dass wir eben diese Geldmechanismen abbauen. Und ob dann jetzt, wenn jetzt jemand zum Beispiel unseren Talk hier hören würde und dann wird er das Wort Verbrecher aufschnappen und in Bezug auf Politiker holt sich eine Kalaschnikow und macht irgendwas in die Richtung. Ob das dann so
oder die Vermutung, dass so etwas passieren könnte, dann irgendwie eine Widerlegung dafür wäre, dass unser Ansatz eben nicht in die richtige Richtung ginge. Ja, weiß ich nicht, beziehungsweise erscheint mir etwas weit hergeholt, vielleicht auch nicht so direkt durchschaubar. Auf jeden Fall kann ich ja sagen, dass von unserer Lebensweise und orientierten Wirkkraft her in der Gesamtheit diese Geld-Profit-Kapitalismus-Mechanismen abgebaut werden sollen. Und wir wollen dazu ja auch die anderen Menschen bringen, dass sie eben statt kapitalistischer Abrechnerei und Vorteilsschacherei eben in das gewaltfreie Teilen miteinander kommen. Dann eben, wenn man das dann radikal praktiziert, auch gar kein Geld mehr nötig ist. Ja, und da wir das auch gut vorleben, sehe ich da auch gutes Potenzial, was die Außenwirkung angeht. Wechsel. Du kannst nur weitergeben in die nächste Runde, wenn dann. Ach so, ja, dann gebe ich weiter in die nächste Runde. Ja, dann, Moment, dann muss ich hier drücken. So. Jetzt. Ja, Wechsel 2. Ja, da habe ich ja schon ein bisschen Material. Ja, erstens. Mittlerweile ist bei uns klar geworden, dass die Bürger und die volkswirtschaftliche Vernunft beide weder irgendwelche Räte oder irgendwelche Volksabstimmungen noch irgend so etwas dieser Art das vertragen und brauchen. Ja? Also das heißt, die ganz viele der Verschlimmbesserungskonzepte gehen davon aus, dass die Gesellschaft ein Drittel des Tages sich mit Politik beschäftigt und debattiert und redet und sich Gedanken macht über wie soll ich abstimmen bei einer Volksabstimmung. Das sehen wir mittlerweile, da sind wir auch eine Zeit lang mitgegangen mit diesem Irrweg, ja, haben ja auch Konzepte für Volksabstimmungen entwickelt und so weiter. Das sehen wir alles mittlerweile als einen Fehler, als ein Verschlimmbesserungskonzept, und davon profitieren wieder zum Beispiel nur die Sozialsparten, weil das automatisch dazu führt, wenn eine Bevölkerung, anstatt sich aufs Arbeiten zu konzentrieren, die Arbeitsteilung ich Gemüsehändler, du Politiker aufkündigt und quasi die Arbeit wieder selber übernimmt, dann wird solch eine Volkswirtschaft unheimlich ineffizient, denn wir haben ja die Alternative, nämlich die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierungen, des Weltrates. Und zwar ist es dann ja so, dass der Politiker nur noch dann überleben kann als Politiker, wenn er alle innovativen Leute und Gedanken ständig zu sich ruft und zu sich einlädt, weil er nämlich gemessen wird daran, wie sich wohlfühlen. Vorhin wurde schon die Wohlfühlstimme erwähnt. Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Wählerinnen seines Bundeslandes entwickeln werden. Also auch in dem Gemeinwohlland wird es dann drei Bundesländer geben und dann miteinander in Wettbewerb stehende Regierungen und nur nicht abgewählt und nicht vorzeitige Neuwahlen gibt es nur dort, wer in der Tabelle ganz oben steht oder ziemlich weit oben steht. Und dadurch wird der Politiker zum Diener der Menschen und der sozusagen holt alle, die was zu sagen haben, regelmäßig zu sich und eben nicht mehr irgendwelche Lobbyisten der Konzerne, sondern die wirklich Verbesserungsvorschläge dafür haben, wie er es schaffen kann, dass das Wohlfühlen, die Gesundheit und die Langlebigkeit und der Wohlstand seiner Wählerinnen, seines Bundeslandes sich besser entwickeln nach Möglichkeit als das des anderen Landes sozusagen. Und von daher sage ich mittlerweile, alle diese Vielreden-Konzepte sind alle verschiedene
Klimmbesserungskonzepte, die am Ende ein armes Land, das also quasi dann einfach die Menschen sich zu viel mit Politik beschäftigen müssen, anstatt zu arbeiten. Und dadurch wird das Land arm, wird auch nicht mehr verteidigungsfähig und so weiter, kommt in die Gefahr, überrollt zu werden wie die Ukraine, ne? Und platt gemacht zu werden. Und das ist für ein Gemeinwohlland kein sinnvolles Konzept, sondern wir setzen allein auf die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierungen, weil wir dort eine vollständige Demokratie haben und vor allem auch ein Durchkommen aller Verbesserungsideen haben, denn der Politiker kann ja nicht überleben, wenn er nicht das Beste für sein Bundesland einsetzt, und dazu muss er ständig Innovatoren hören, also Leute mit neuen Ideen hören. Und das Zweite ist, mit dem Geldabbau hat Jannik erwähnt, gell, Das erinnert mich auch an dieses Zinskritiken und andere und Profite und so weiter. Da sehen wir überhaupt kein Problem. Wir sagen, das ist auch wieder nur ein Verschlimmbesserungskonzept. Denn wenn ich Geld abbaue oder auch den Leuten den Zins wegnehme für das Verleihen von Geldern an Start-ups, dann gibt es keine Start-ups mehr in einem Land. Das Land geht wirtschaftlich kaputt, weil es einen Mangel an jungen Unternehmern und Nachwuchsunternehmen hat und dadurch zu wenig neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Dadurch wird das Land arm, und wer profitiert davon? Mindestens mal die Sozialsparten und oft auch die Psychiatriesparten, die dann die Arbeitslosigkeitsdepressiven gewinnbringend verwalten. Die Sparten innere Sicherheit leben dann von den Armen, die dann auch kriminell werden, aus der Armut heraus und so weiter. Und so stammen diese Ideen alle aus Sparten, und es ist den ganzen politischen Bewegungen nicht bewusst, dass sie nur Marionetten dieser Zentralirrtümer der Menschheit sind und dass es da also wirklich nur um Beschädigung geht. Und wie gesagt, wissenschaftlich fundiert bin ich halt der Meinung, ist nur das Konzept des Gemeinwohllandes, das ist wissenschaftlich logisch und fundiert und basiert eben darauf, dass man nicht den Profit verbieten muss und alles, sondern man muss die Konzerne dazu zwingen, dass sie ausschließlich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner verbessern müssen, wenn sie staatliche Verdienstzuschüsse kriegen wollen. Und wenn sie nämlich keine staatlichen Verdienstzuschüsse kriegen, dann gehen sie pleite im Wettbewerb mit den anderen Firmen. Und das reicht aus, um eine gute Welt zu produzieren, in der dann auch wieder Kommunen sein dürfen, die dann auch wieder liebevoll sein dürfen, die bonobaartig Sexualität genießen dürfen und so weiter. Aber ich mache erstmal Wechsel, damit ich noch ein bisschen Luft habe für Zwischenpunkte. Wechsel. Ja, Wechsel 1. Mhm. Also wenn ich das bisher richtig verstanden habe, ist dieses Angebot auch von dir, Dylan, oder den Next Scientist for Future, in Gemeinschaftslebensform zu gehen und zu schauen, was kann einen denn am meisten glücklich machen, ist so die Vorstellung so einer aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommune, wo man eben so freie Argumente-Kultur macht und auf dieser Basis des Denkens und Sprechens und dann auch gemeinsamen verantwortlichen Entscheidens, dass man da insgesamt so geschwisterliches Teilen und Schenken miteinander praktiziert, mit viel Liebe und Zärtlichkeit und so weiter. Ich glaube, dass das eben schlicht die erfüllendste, beglückendste Lebensform auch ist. Wechselwunsch. Und ja, bitteschön, bitteschön. Ja, das war ja jetzt durchaus richtig wiedergegeben. Genau so wollen wir das. Aber wir haben einen Punkt. Sobald auch nur ein paar Leute innerhalb einer Gemeinwohlgemeinschaft Köln profitieren wollen davon, dass es Güter auch in anderen Gemeinschaften gibt, die hergestellt werden, in dem Moment, wo also Tauschhandel tatsächlich wieder irgendwie beginnt, in dem Moment muss sowieso eine gemeinwohlorientierte Struktur sein. In dem Moment ist es auch sinnvoll, wieder Geld einzuführen. Und in dem Moment ist es auch sinnvoll, sozusagen wieder letztendlich eben all diese Dinge zu haben. Und deswegen werden wir auch bei den Kommunen wahrscheinlich relativ schnell
wieder in eine Gemeinwohl-Landssituation bekommen mit gesamter Wirtschaft, mit Geld und mit Zinsen und mit allem auch, nur halt gemeinwohlorientiert. Da ist der Unterschied, ja. Denn eine Kommune mit Schenken funktioniert nur, solange niemand ein Interesse an einem Tauschhandel hat. Nur Menschen haben heute dieses Interesse. Wechsel? Ja, Wechsel. Ja, Janik. Ja, also für mich ist das halt ein Gegensatz, wenn ich eben, also das Geld, die Grund oder eine, wie soll ich sagen, Werkzeugsubstanz des Kapitalismus, wenn ich dieses kapitalistische Prinzip Ungerechtigkeit und der Ungleichverteilung abbauen möchte und das eben ja in einer Kommune in Teilen und Schenken miteinander lebe, dann brauche ich kein Geld, so wie ich auch in der Familie kein Geld brauche. Und dieses Prinzip wäre dann sinnvoll auch weiter verbreiten nach außen zu tragen. Da sehe ich jetzt keine Problematik darin, dass irgendwelche Start-ups, die auf Geld basieren würden, die würden ja auch wieder auf dem Grundweg nicht gemeinwohlorientierten Boden sozusagen starten, was einem Gemeinwohlland ja auch gar nicht bräuchte. Also Geld ist ja sozusagen eben das trennende Element, was man in einer Gemeinwohlorientierung, wo man sich gut von loslösen könnte. Genau. Dann gebe ich in die Runde. Ja, danke. Also wenn Bill was sagen, sonst kann ich weitermachen. Ja, mein Konto ist ja gerade leer, leider. Achso, okay. Ja, dann greife ich das auf, was Janik gesagt hat. Ich sehe es auch so, dass man das Prinzip des gemeinsam verantwortlich orientierten, argumenteorientierten, menschheitsgeschwisterlichen Teilens dann wieder durchbrechen würde mit solchen Splitterabrechnungen wie beim Tauschhandel, was die Motive des Menschen gleich wieder platt macht und was auch die sinnvollstmögliche Planung unmöglich macht sogar. Und wir stellen uns das ja eher so vor, dass dann eben wirklich diese Konsensgemeinschaften Sprecherräte bilden, auf denen weiter einfach nach Sinn- und Verantwortungsargumenten vernünftig gesteuert wird oder geplant wird. Ja, genau. Und ich denke mal, es sind zwei Sachen, die man ja auch mitbedenken muss. Sehen wir es jetzt mal aus der Perspektive eines solchen aufgewachten Menschen, der auch in so eine Kommune gehen will und diesen anderen Geist hat. Verantwortung heißt für die Folgen des eigenen Tuns Verantwortung übernehmen und dafür gerade stehen zu können, auch die möglichen Folgen. Dann wird man eine Grundlage übersichtlicher Lebensverhältnisse gut finden. Das heißt, diese Basisgemeinschaften werden hochgradig aus meiner Sicht Naturverbundenheit, Verwurzelung in ihren natürlichen Kreisläufen anstreben. Sie werden sowas wie Selbstversorgung aus diesen Kreisläufen, statt eben aus weiter Ferne vermeidbar Sachen rantransportieren zu müssen. Das werden sie alles anstreben. Dadurch kommt die Steuerungsgrundlage auch in die Blickweite der Menschen wieder rein stärker. Und wird dann so gemeinsam gestaltet. Aber auch ein anderer ganz wichtiger Punkt. Ein verantwortlicher Mensch wird sich sagen, entweder ich treffe meine Entscheidungen selber oder wenn ich sie an andere delegiere, dann müssen die zumindest vor den drei, ich nenne das Vertrauensfragen, bestehen können. Also erstens, sind die transparent, diese anderen Leute oder Strukturen? Zweitens, gehen sie verlässlich nach Werten, die mir gut tun? Und drittens, wenn ich ein Mensch bin, der global denken, lokal handeln gut findet, dann müssen diese anderen Menschen oder Stellen oder Strukturen verlässlich auch nach dieser global denken, lokal handeln Orientierung gehen. Das verträgt sich nicht mit auf Splitterprofit oder so ausgerichteten Startups oder Unternehmen in irgendeiner Weise. Und das würde die Verantwortlichkeit der Repräsentanten oder der Beauftragten oder der Weiterplaner, sage ich jetzt mal,
sicherstellen müssen, diese Verantwortungsorientierung der einzelnen Menschen in so einer Kommune. Und ich sehe auch nicht, dass bei dieser Bundeswahlkonkurrenz oder wenn dann ein Unternehmen kommt und sagt, hier kriegst du unsere Bestechung und die ist groß genug, dass der Politiker sich sagt, okay, dann kann ich auch auf meine Wiederwahl verzichten oder werde halt abgesetzt. Dann kommt da vielleicht ein solcher Fehlbeschluss oder eine Fehlsteuerung zustande, die durch die Mechanismen gar nicht mehr aufgefangen werden kann, weil die Grundeinstellung des betreffenden Menschen einfach schon nicht verantwortlich ist und die Korrumpierbarkeit dann sich so schädlich doch durchsetzen könnte. Wie auch immer, sind jedenfalls alles, auch wenn man damit experimentieren kann, aus meiner Sicht weniger stimmige und weniger als effizient erscheinende Strukturvorstellungen, als dieses Wachsen, was sich Schenker-Bewegung vorstellt, aus dem Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen in die verantwortungsvolle Gemeinschaft und dann auch in die verantwortungsvoll weiterplanenden Sprecherräte. Okay, ich gebe weiter. Ja. So. Jetzt hat nur noch der Yannick Zeit. Gibst du weiter in die nächste Runde? Ich gebe weiter in die nächste Runde, ja. Ja, Moment. Dann können wir das hier so wieder starten, ja. Wechsel 2. Wenn die Menschen in der Gemeinschaft den Wunsch haben, in der Gemeinschaft Köln als Außenstelle jetzt, den Wunsch haben, Produkte von außen zu bekommen, dann muss also in den Interaktionen mit den Außengemeinschaften sozusagen unbedingt wieder alles eingeführt werden, Geld, Zins und dann muss eben die Wohlfühlstimme eingesetzt werden, weil ein ungelenkter Tauschhandel ist ja das Gift des Kapitalismus und deswegen darf nur ein gelenkter Tauschhandel stattfinden und dazu muss sich eben die gesamte Apparatur der Gemeinwohlwirtschaft GG Kombi, also wir nennen ja unsere mittlerweile abgekürzt, also die lange Version ist ja Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, GWÖ, GWO Kombi. Und wir sprechen ja ganz kurz nur noch von GG Kombi. Ne? Und dieses neue Wirtschaftssystem muss dann gemacht werden, sobald die Leute aus anderen Gemeinschaften auch Güter beziehen wollen. Und dann muss auch der gesamte Apparat eingeschaltet werden. Schenken geht nämlich Wechselwunsch? Ja, ein paar Sekunden noch. Schenken geht nämlich nur innerhalb der Gemeinschaft, innerhalb der Liebesgemeinschaft einer Gruppenfamilie von 150 Individuen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da überhaupt kein Geld braucht und nichts, sondern einfach nur den anderen beschenkt und dafür mit Anerkennung und Liebe rückbeschenkt wird. Aber das geht nur innerhalb der einzelnen Gruppenfamilie aus meiner Sicht. Wechsel? Ja, Wechsel 1. Das zeigen wir ja, dass es nicht so ist. Also die Schenker leben sogar ohne Gemeinschaft, sodass sie insgesamt nur noch Geschenke austauschen mit anderen. Da gibt es keine Unterscheidung zwischen innen und außen. Und es zeigt sich, dass man so leben kann und dass man so auch Gemeinschaftsprojekte anfangen kann. Und es ist einfach so, das ist auf jeden Fall keine logische Notwendigkeit, dass man, sobald man Sachen beziehen will, über die eigene Kommune hinaus wieder in die alte Logik einsteigen müsste. Natürlich ist es möglich, sowohl planwirtschaftlich wie auch schenkökonomisch auch zwischen Gruppen zu agieren. Also Wechselwunsch. Das ist auf jeden Fall da. Und also wir denken da eben mehrschienig, dass man mit allem Möglichen experimentieren kann, dass aber der logischste Weg ist, eben weiter so nach Verantwortungsplanung oder Steuerung zu gehen, auf allen Ebenen. Ja, Ende. Wechsel. Ja, Wechsel. Wechsel 2. Ja, eben, das überzeugt mich halt deswegen nicht, weil das, wie die Schenker jetzt leben, interessiert mich gar nicht, denn weil sie jetzt sowieso auf Kosten der Arbeit anderer leben und damit das sowieso kein Zukunftsmodell ist, ja, sondern interessant ist, wenn zum Beispiel in einem Gemeinwohlland dann lauter
Gemeinschaften existieren, weil sie ja durch die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften regelrecht gefördert werden, dann, ja, ganz kurz noch, gefördert werden, sozusagen, dann gilt das. Also das heißt, dann, ja, jetzt gebe ich erstmal Wechsel. Ja, also ich bestreite, dass man sagen kann, sie leben auf Kosten anderer. Also teilweise habe ich in einem Naturschutzgebiet gezeigt, dass ich sogar weitgehend ohne Interaktion mit anderen Wechselwunsch, ja. versorgen konnte. Und es ist so, dass da, wo ich bin, ich schaue, dass durch meinen Beitrag aus Natur und Resten die Menschen, mit denen ich zusammen bin, Plus statt Minus im Portemonnaie haben. Ja, Wechsel, ja. So, Wechsel 2. Ja, aber auch dieser Wald gehört irgendjemanden und man richtet irgendwelche Schäden an in dem Wald und profitiert von dem Eigentum anderer Menschen sozusagen, oder auch wenn ich jetzt containere oder so, dann reduziere ich die Gewinnmöglichkeiten eines Supermarktes und so weiter. Sogar das Foodsharing, das ich ja sogar selber mache, halte ich nicht für gut, weil es eigentlich den Firmen eher schwere Schäden zufügt und eine Form des Lebens auf Kosten anderer ist, was niemals ein Modell für eine funktionierende Gesellschaft oder Zukunft sein kann und darf. Wechsel? Ja, alles stimmt nicht. Also die Natur gehört nicht jemandem. Privateigentum ist da mit Sicherheit Diebstahl, sondern wir haben ein natürliches Anteilsrecht an den natürlichen Lebensgrundlagen. Wechselwunsch? Wir richten da keinen Schaden an in der Natur, sondern verhalten uns ökologischer als die Forstarbeiter. Und das Reste wegnehmen ist nichts, was die Unternehmen schädigt. Vor allem, wenn diejenigen, die Reste nehmen, keine Käufer wären, wie in unserem Falle. Also dann ist da kein Schaden, sondern eher ein Müllverringerungsbeitrag und Müllsortierungsbeitrag auch für die Unternehmen. Wechsel 2. Ja, jetzt sehen wir doch durch das Gespräch, das wir führen, sehen wir schön deutlich, da hat jetzt eben der Öffi gerade gesagt, ja, das mit dem Wald und so, das ist ja irgendwo auch Diebstahl. Und das sehen wir schon wieder, da ist, sagen wir als Weltrat natürlich, die Infragestellung der Rechtmäßigkeit des Eigentumssystems, das alles besessen wird in Deutschland von irgendwelchen Leuten und deren Eigentum ist, das bejahen wir, weil das sinnvoll ist. Und die Idee, eben jetzt wieder zu sagen, das ist Diebstahl, ist wieder auch so, naja, guck mal, diese reichen Verbrecher da, die haben uns den Wald gestohlen. Und ja, das ist wieder, das gehört wieder in diesen, was wir denn nennen, den verschwörungstheoretischen Zentralirrtum. Denn volkswirtschaftlich ist es so, wenn ich jetzt den hingehe und sage, ich will die Waldbesitzer tendenziell enteignen, weil ich sage, das ist Menschenrecht, die Natur gehört uns Menschen, dann passiert Folgendes, dass diese natürlich jetzt dann solange sie das noch können, ihre Güter verkaufen hier in Deutschland und mit ihrem ganzen Vermögen ins Ausland gehen, dort eventuell wieder neue Arbeitsplätze schaffen, vielleicht auch neue Forstgebiete kaufen und so weiter und dann in Deutschland am Ende wieder eine ärmere Situation entsteht und von der wieder nur die Sozialsparten profitieren können. Also das ist was ich mit Verschlimmbesserungskonzepten meine, ja, dass es immer Ideen sind, die am Ende auf eine Schädigung der eigenen Volkswirtschaft hinauslaufen. Deswegen gehe ich jetzt nochmal zum Schluss auf Jannik kurz ein. Zum Beispiel, Jannik, diese kapitalistische Wirtschaft ist ja deswegen überlebenswichtig. Wir sehen es doch gerade am Beispiel der Ukraine, dass dadurch, dass die Ukraine keine hocheffiziente Defensivtechnik hat und auch keine Mitgliedschaft in einem Militärbündnis hatte, war sie überrollbar und dann wird sie überrollt vom Kapitalismus. Das ist, und wir selbst, auch ein Gemeinwohlland, darf sich nie dieser Gefahr aussetzen. Also quasi solche Tendenzen würden ja Deutschland der Gefahr aussetzen, dass es Deutschland gehen könnte wie der Ukraine. Und das
ist aus unserer Sicht wieder nicht verantwortbar, sondern verantwortbar ist nur, dass sogar ein kleines Gemeinwohlland aus nur 80.000 Menschen, das wäre jeder Hunderttausendste der Welt, ja, dass auch das eine hochentwickelte Defensivabwehrraketentechnik haben muss, sonst geht es ihr wie den Indianern, Indios, dem Irak oder den der Ukraine. Wechsel. Ja, gut, ich kann ja weitermachen. Also ich glaube, das ist kein rationales Konzept, zu sagen, dass die natürlichen Lebensgrundlagen für private Eigentumsansprüche und Profitinteressen instrumentalisiert werden sollten. Ich denke nicht, dass das in einer vernünftigen, verantwortlichen Orientierung von einzelnen Menschen oder Gemeinschaften als sinnvoll rauskommt und könnte dann dazu führen, was ja auch immer mehr passiert, dass an Lebewesen, an Wasser, Luft und so weiter Privatisierung geschieht für persönliche Bereicherungsinteressen. Also ich wüsste nicht, wie man das als ökologisch und sozial sinnvoll hinstellen will. Ja, Wechsel 2. Ja, wie gesagt, da haben wir wieder diese Infragestellung des Eigentumssystems. Dabei, wenn wir Gemeinwohlland zu Ende denken, dann ist Privateigentum unheimlich nützlich, weil nämlich mit dem Wald oder mit seinem Unternehmen oder mit seinen Ackerflächen, mit seinen Landflächen, Anbauflächen, dann ja der Landwirt nur noch mir Gutes tut, denn er wird dort Permakultur betreiben, er wird die Wälder werden vielleicht umgewandelt in Permakulturgebiete und so weiter. Und er kann mir ja dann nur noch Gutes tun, weil er finanziell sofort gnadenlos abgestraft wird, wenn er das nicht zum Guten der Mitmenschen einsetzt. Wechsel? Ja, also da kann man sich ja jetzt einfach mal die Alternativen deutlich machen. In dem einen Fall wird darauf gebaut, dass ein Mensch, der eigentlich egoistisch ist, sonst für sich ausnetzen würde, durch Zwangsmechanismen dazu gebracht wird, dem Gemeinwohl zu dienen. Und die Alternative, die wir vorschlagen, ist, dass der Einzelne dem Gemeinwohl dienen will und aus diesem Motiv heraus mit anderen gemeinsam auch dann vernünftig plant. Also wer da nicht zumindest zwei verschiedene Wege sieht, die beide als möglich und wahrscheinlich sogar der zweite Weg, wenn irgendwie machbar als vorziehenswert betrachtet wird, da kann ich nur staunen. Mhm. Wechsel. Ja, leider ist mein Konto leer. Jetzt kann, ihr beide habt noch, also du hast noch 2 Minuten und der Yannick hat natürlich noch Zeit. Ja, dann sage ich mal Wechsel 0. Mhm. Ja, also das mit dem aufrüsten bzw. defensiv hochrüsten, weil man sonst platt gemacht werden würde. Ja, von der weiß ich nicht, ob ich das jetzt für realistisch sinnvoll einschätzen würde, da man ja möglichst ein Beispiel versucht zu geben, was jetzt ja gewaltfrei, sag ich mal, das Herz des anderen erreichen soll und man dann vielleicht sogar dafür bereit sein sollte, sein Leben zu opfern, beziehungsweise seinen Körper zu opfern, um eben ein, ja, wie sagt man, Vermächtnis oder ein, ja, durch seine Gewaltfreiheit das Gewissen des Gegenübers zu provozieren. Und deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass es notwendig ist, da irgendwie mit Geld irgendwelche teuren Hochrüstungen bzw. Defensivrüstungen zwangsläufig haben zu müssen, sondern dass es eben auch in die Richtung einer ja, geldfreien Richtung gehen kann. Ja. Gut, ich lasse das jetzt mal so stehen und gebe weiter. Ja, danke. Wechsel 1. Ich greife es mal auf. Also auch wenn wir uns das mal realistisch vorstellen, es entsteht ein erstes, sagen wir jetzt mal, Schenker-Bewegungsland.
Die Leute leben extrem einfach und bescheiden und in diesen Verantwortungsstrukturen und bieten der Welt an freie Argumentekultur oder Argumente statt Fäuste Basis, solche Strukturen zu bilden. Es kann natürlich sein, dass die Welt sich immer weiterentwickelt zu immer kurzsichtigeren Monstern und Raubtieren, also auch jetzt was die Staaten angeht. Kann immer sein, dass das dann auch platt gemacht würde. Aber ich würde, wenn ich dann, also jetzt der Vertreter dieses Schenker-Bewegungslandes wäre, würde ich sagen, Leute, nee, wir wollen jetzt nicht hier eine gegen Atomwaffen und was weiß ich, verteidigungsfähige Raketenstruktur uns aufbauen, sondern wir schlagen eine internationale Strukturentwicklung vor, wie sie jetzt auch schon drinsteckt, auch im Kerngedanken, ob jetzt bei UNO oder NWO oder World Economic Forum, nämlich, dass die Weltgemeinschaft eine Instanz bildet, die so nach dem Rechtsstaatsprinzip eine ausreichende Garantiemacht darstellt oder Garantiegewalt auch beinhaltet, wodurch sie die Einzelstaaten oder Völker oder Menschen auch in dem Sinne schützen kann, dass es da nach Argumenten statt Fäusten gehen soll. Und ich glaube, es ist eine nicht unrealistische Hoffnung für die Entwicklung der Welt, dass ein Großteil der Staaten der Welt sehen kann, sie haben mehr davon, als alle einzeln gegen alle anderen sich so weit hochzurüsten, dass sie nicht mehr platt gemacht werden könnten. Dass also man solche gemeinsamen Strukturen bildet, die diese Rechtsstaatsgarantie oder die Garantie halt, es geht im Kleinen dann nach Argumenten statt Fäusten, dass man das irgendwie ein piep, piep, piep. Also aufbauen sollte. Ja, okay, das wär's. So, Uhren stellen, Moment. So, Uhr gestellt. Ja, Wechsel 2. Moment. Ja, also wie gesagt, das da, ich überlege natürlich die ganze Zeit, aus welchen Sparten sind solche aus meiner Sicht Verschlimmbesserungskonzepte, die also zu einem noch schlechteren Land als dem Kapitalismus führen würden, geeignet. Also ich, für mich ist es ja so, nur Gemeinwohlland und Gemeinwohlgemeinschaftskonzepte führen aus meiner Sicht zu einer Verbesserung. Alles andere hat sich tatsächlich nach den Analysen immer nur als Verschlimmbesserungskonzept herausgestellt. Und zwar, welche Sparten können davon profitieren? Man könnte sogar im Scherz sagen, dass die Gesundheitssparten davon profitieren, wenn sich ein Land auch mit der Idee eines gewaltfreien Widerstands quasi wehrlos macht und dann lauter Kriegsverletzte entstehen, die dann wieder die Gesundheitssparten gewinnbringend betreuen können. Ne? Aber so, das ist vielleicht nicht so ganz ernst gemeint. Aber wir müssen uns klar sein, auch diese Idee, dass der Mensch aus einem Willen zum Guten tun und zum Gemeinwohl als Gutmensch das tut und nicht aus einem rücksichtslosen Egoismus für sich selber und für seine Nachfahren und so weiter heraus das Gute tut, weil er durch ein Gemeinwohl-Landsystem gezwungen ist, das Gute tun zu müssen, den Mitmenschen sozusagen. Das bringt dann wieder am Ende Profite für die Sozialsparten, denn ein Land, das darauf spekuliert, dass der Mensch aus sich raus gut ist. Das hatten wir schon, die DDR, und die ist gescheitert, weil die Leute nicht von sich aus gut handeln wollten, sondern nur ihre eigenen Interessen verfolgten und so weiter. Und eben in der DDR nicht ausreichend motiviert waren, für das Gemeinwohl was zu tun, sondern das Gemeinwohl haben liegen lassen, die in den LPGs und überall nur Dienst nach Vorschrift gemacht haben und rumgegammelt haben und so weiter. Und auch der gewaltfreie Widerstand, ja, wie gesagt, das bringt auch, wahrscheinlich profitieren davon auch wieder die Sozialsparten, weil diese Vorstellung, man könne in einer kapitalistischen Welt vor lauter angriffslustig geiernden und sabbernden kapitalistischen Staaten sich einfach mal entwaffnen und dann mit gewaltfreiem Widerstand sich verteidigen. Das führt dann dazu, dass man die Vorstellung hat, man bräuchte keine knallhart starke Wirtschaft, also der Unterschied ist, und wenn man keine starke Wirtschaft braucht und deswegen auch kein Geld und keine Zinsen und all das nicht braucht, dann kommt es eben dazu, dass diese Länder arm werden
sich in Armutsländer verwandeln und davon dann wieder die Sozialsparten profitieren. Weswegen sie solche Zentralirrtümer ja auch nicht bewusst natürlich ausgestreut haben. Ja, noch ein paar Sekunden. Von daher ist also so, ganz knallhart gesagt, ein Gemeinwohlland muss ein wirtschaftlich total leistungsfähiges Land sein, gerade damit es die Defensiv-Abwehrraketen und vielleicht sogar eine oder zwei Hightech-Atomraketen, um wenigstens zum Beispiel eine auf Washington oder Moskau richten können, falls die ans greifen. Und diese, nur damit sie wenigstens als Nadelstich nicht völlig konsequenzenlos überrannt werden können wie die Ukraine, das muss sein, leider, obwohl ich ja Pazifist bin, weil es nicht anders geht. Ja, Wechsel. Ja, also ich glaube, allein schon das geschichtliche Beispiel trifft ja nicht zu. Die DDR war ja kein freiwilliges Kommuneland des geschwisterlichen Teilens und Schenkens, sondern viel zu sehr waren da staatliche Zwangsstrukturen drin, Ergebnis eines Krieges und Massenstrukturen, die nicht so von unten Wechselwunsch. Auf Freiwilligkeit und Teilen gebaut haben. Trotzdem hat sie einigermaßen gut sogar wirtschaften können, bis sie kaputt konkurriert wurde. Und es ist so, dass wir glauben, dass es viel mehr eine Wirkung haben kann, die Staaten dazu zu bringen, statt solcher völlig unrealistischen Einzelstaatsaufrüstungen eine gemeinsame Sicherheitsstruktur zu erschaffen. Jetzt gebe ich dann erstmal an dich ab, aber ich habe noch dann einen Gedanken gleich hinzuzufügen. Wechsel 2. Ja, die erste These von dir war ja eben quasi, dass die Leute gerade in der DDR eher aus Trotz gegen diese Zwangsverordnung des Sozialverhaltens dann gerade deswegen nicht sozial waren. Das glaube ich halt einfach nicht, sondern sie sind einfach genetisch nicht an sich sozial, und ohne dass es sozusagen ein System wie die Gruppenfamilie, die 150 Personen Gruppenfamilie beziehungsweise Gruppen Ehe, aber es ist ja immer eine Gruppenfamilie gedacht. Ne? Diese 150er Gruppenfamilie, die hat ihre internen Kontrollmechanismen, weswegen niemand dort einen schädlichen Egoismus entfalten kann. Ja? Aber sobald ich über die Gruppenfamilie hinaus eine Struktur habe, muss ich als Staat eben auch sozusagen, muss ich als Staat eine Struktur schaffen, in der der Egoist, sobald er sich außerhalb seiner Gruppenfamilie bewegt und mit den anderen interagiert, muss er gezwungen werden, über die Gemeinwohltechniken, die Wohlfühlstimme und so weiter, gezwungen werden, den anderen Gutes zu tun, sonst tut er es nämlich nicht, weil er nämlich nur im Wesentlichen an seiner Gruppenfamilie interessiert ist. Wechsel. Ja, also wenn ich es richtig verstanden, sollte die DDR als Beispiel genannt werden für so einen Versuch, dass die Menschen gut sind und freiwillig da verantwortlich handeln wollen. Und das wäre gescheitert. Also es war kein solcher Versuch. Egal, ob man dann sagt, der ist auch gar nicht möglich, aber es war jedenfalls kein solcher Versuch. Und man muss nicht nur an blutsverwandtschaftliche Familien denken und was auch immer für Strukturen man in die jetzt so hineininterpretiert. Schenker-Bewegung glaubt an die Möglichkeit einer, sagen wir es, Vernunft-Gesinnungsfamilie, also diese Menschengeschwisterlichkeit, wie es in Artikel 1 der Menschenrechte auch beschrieben ist. Da glauben wir, dass das geht. Wir leben es selber vor. Und auch jemand, der es bestreitet. Ich sehe nicht, warum es einen vernünftigen Grund geben sollte, dann zu sagen, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ne? Also wenn da jetzt Menschen sind, die zeigen, dass sie so sind und dass sie so leben, dann kann man das nicht als irrational oder falsch darstellen, sondern müsste sich mit dran freuen können, wenn man rein nach Vernunft und Vernunftgründen Wechselwunsch. Gehen will. Ja, bitteschön, kannst du erstmal zwischen, ich mach gleich weiter. Ja, Wechsel 2. Ja, eben, ich sage halt, ohne es jetzt ganz genau sagen zu können, das ist kein Modell für eine
wirtschaftlich leider hochleistungsfähig seine Sache. Das erinnert mich auch an das, dass ich ja selber immer sage, eigentlich muss der Mensch von Natur aus nur 3 Stunden am Tag arbeiten. Das ist der Naturzustand. Aber wenn ich kapitalistische, zabbernde und geifernde, angriffslustige Staaten um mich herum habe, dann kann ich eben nicht wie die nordamerikanischen Indianer weiterhin naiv 3 Stunden am Tag arbeiten, dabei nur Pfeil und Bogen haben, während die anderen Kanonen entwickeln und Winchester entwickeln und Maschinengewehre entwickeln und einen dann platt machen. Also da fehlt mir überall der Realismus, weswegen ich sage, okay, das sind bestimmte Sparten, die am Niedergang von Ländern profitieren, die solche Ideen ausbreiten, solche Träume, solche falschen Vorstellungen, Zentralirrtümer ausbreiten, die bestimmten Sparten Gewinne bringen können, aber letztendlich nicht funktionsfähig sind, sondern wirklich am Ende kaputt konkurriert und am Ende sogar militärisch kaputt konkurriert werden. Wechsel? Ja, also ich greife jetzt mal diesen Pessimismus auf, zeige, dass er nur begrenzt realistisch ist, aber mache ihn zu einem moralischen Appell. Also begrenzt realistisch. Es gibt eben diese Indianervölker, es gibt sogar noch unberührte Völker in Brasilien im Urwald. Und diese Völker, die Pygmäen in Afrika und andere pazifistische Völker, existieren noch. Das heißt, sie werden nicht völlig ohne Hemmungen und mit rücksichtsloser Brutalität plattgewalzt. Es gibt Hemmmechanismen und immer noch vorhandene Spielräume für deren Existenz. Aber der zweite Punkt ist, ich sehe die Gefahr und die müssen wir aber offensiv auch in die Weltpolitik bringen, weil kein Politiker wird diese Art von Einzelstaatsaufrüstung, also bei den immer gefährlicher werdenden Waffensystemen, für ein sinnvolles Konzept halten können. Das halte ich für ausgeschlossen eigentlich. Das heißt, wir müssen den moralischen Appell mal stellen, dass der in allen bisherigen Gesellschaftsentwürfen, auch New World Order, ich habe da nachgeguckt, was der Präsident Bush sich unter New World Order vorstellte, dass endlich das Recht des Stärkeren durch die Stärke des Rechts ersetzt werden sollte, also durch solche politischen Sicherheitsstrukturen. Das ist gleichermaßen überall auch beim World Economic Forum, Propaganda, sage ich jetzt mal. Wir müssen die Leute bei diesen Ansprüchen packen. Und übrigens dafür sehe ich jetzt auch meinen kommenden Gerichtsprozess, dass ich da stehen kann, dass ich sagen kann, hier, der Widerspruch zu den eigenen Maßstäben, was man für richtig und nötig hält, ist himmelschreiend. Und wir stehen in der Gefahr, damit so einem Pessimismus Recht zu geben, ich betone das, wie du, Dylan, das beschreibst, dass nämlich ob die Indianer im Urwald oder ob jetzt heute Versuche von friedlich-demokratischen Gesellschaftsaufbrüchen, und da denke ich vor allem an das Rojava-Experiment der Kurden auch im Norden von Syrien und Irak, die jedenfalls, war nicht so pazifistisch, aber jedenfalls ernst gemeint demokratisch, wenn ich das richtig sehe, versuchen ein Gesellschaftsmodell aufzubauen mit Gleichberechtigung der Mitglieder verschiedener Religionen und sowas. Ne? Wo haben wir das denn sonst in den ganzen Ideologiewelten hier in der Welt mit ihren Diskriminierungen und sowas? Also da sage ich, liebe Weltgemeinschaft, liebe Staaten, die ihr jetzt da seid und die ihr solche Propagandasprüche von euch gebt, wie es geht hier um die Stärke des Rechts statt Recht des Stärkeren, dann müsst ihr endlich auch mal umschalten und mit eurer Gewalt, eurer militärischen Gewalt, nicht nur euren geostrategischen oder kapitalistischen Profitinteressen hinterherhecheln und gar nicht hingucken direkt, wo es eher um Demokratie geht, sondern dann muss richtig mal gemeinsam die Augen aufgemacht werden und vor allem gefördert werden, was solche demokratischen und dann auch friedlich verantwortlichen Strukturentwicklungen angeht. Sonst gebt ihr diesem Pessimismus recht. Und das ist keine Auswegmöglichkeit, dann zu sagen, der einzelne Staat muss jetzt hier hochgerüstet werden, dass er die modernsten Atombomben der anderen jetzt noch dann abfangen oder noch welche zurückschicken kann. Völlig unrealistisch, diese Vorstellung. Ja, ich sage jetzt nur noch dann abschließend. Also ich glaube, dass diese Strukturentwicklung nötig ist und dass der Appell und das sich einsetzen für das immer stärker werden solcher Strukturen ist unerlässlich. Und dann muss man eben die Korruption dem System auch vorhalten. Wie der Egon Bahr das gesagt hat, in der großen Politik geht es nie um Demokratie und Menschenrechte, sondern nur um Interessen von Staaten. Glaubt es nicht, wenn euch in der Schule was anderes gesagt wird. Die Propaganda muss entlarvt und die Ansprüche müssen ernst nehmbar.
gemacht werden. Wechsel 2. Ja, da waren wieder zwei Worte, Profitinteressen und Propaganda, und in denen steckt wieder drin, ach, diese Lumpen da oben und ach, und all diese Reichen, die deren Profitinteressen stören uns. Wir im Gemeinwohlland sagen ganz klar, das ist natürlich erstmal nur ein gedachtes Gemeinwohlland, ist ja klar, sagen ganz klar, nee, ihr dürft Profitinteressen haben, so viel ihr wollt, solange ihr eure Milliarden auf der Basis verdient, dass ihr mein Leben verbessert, und zwar mein Wohlfühlen, meine Gesundheit, meine Langlebigkeit, meinen Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner verbessert, solange ist mir das völlig in Ordnung, wenn ihr dann hunderte Milliarden habt. Ja, Wechselwunsch. Ja, du hast keins, der Jannik hat noch Zeit. Ja, der Jannik hat noch. Machen wir es in der nächsten Runde. Ja. Jannik? Nee, der wollte ja jetzt nichts sagen. Kannst du weiterreden? Nee, Jannik, wolltest du weitergeben? Ja, ich würde weitergeben, ja. Ja, alles klar. Nee, dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich Bescheid. Wechsel 2 nochmal ganz kurz. Moment, hier die Uhr stimmt noch nicht. Wechsel 2, ganz kurz nochmal. Und du kannst ja öffentlich gleich auch Wechselwunsch sagen, ne? Ja, also das heißt für mich, das sind alles, die auch die Schenker haben, nur ein Verschlimmbesserungskonzept, weil das so nicht funktionieren kann. Also man muss, solange es Interaktionen zwischen Gemeinschaften gibt, die tauschhandelsähnlichen Charakter haben, muss man mit Geld und mit Profit und mit all diesen Dingen arbeiten und die auch zulassen und bejahen und positiv sehen. Alles andere sind Ideen der Sozialsparten, die wieder am Ende Armut produzieren, denn das Schlimmste, was ein Land machen kann, ist das, was die DDR gemacht hat, dass dort die Fähigsten geflüchtet sind und über die Mauer sogar geflüchtet sind, ja, weil sie nicht bereit waren, für die Gemeinschaft und für die, die weniger geleistet haben und weniger getan haben, für die sozusagen ihre persönlichen Profite zu opfern. Und das sehe ich als menschlich an. Ne? Und alle Konzepte, die jetzt quasi sagen, nein, das ist nicht nötig und so weiter, die führen zu einem verarmenden Land, das am Ende auch militärisch nicht mehr wehrfähig ist und dann auch nicht mehr von Bündnissen aufgenommen wird, internationalen Bündnissen, weil jeder muss ja da einen Beitrag leisten. Und wenn er das nicht tut, wird er ja nicht mehr geduldet. Ne? Deutschland wurde das ja auch von den USA angedroht. Wenn ihr nicht genügend militärisch mithilft bei der NATO, dann fliegt ihr raus irgendwann. Ne? Das wurde ja unter der Hand angedroht. Wechsel? Ja, sind wir in der nächsten Runde? Ja, du hast Konto jetzt wieder. Ja, gut, also Wechsel. Also bislang, Dylan, haben wir gesagt, dass wir eine Doppelschienigkeit für sinnvoll halten. Also die Menschen, die noch nicht aus eigener Einsicht und Verantwortungsbewusstsein zu verantwortlichem Handeln bereit sind, dass da so Reformkonzepte sinnvoll sind, wie eben ja unmittelbare Belohnungseffekte einzusetzen, damit sie weniger schädlich oder eben doch auch nützlich in ihrem Verhalten werden. Die andere Schiene ist, dass die Menschen ein Verantwortungsbewusstsein haben und dass das auch irgendeine Bedeutung für sie hat, nach der sie sich richten. Also wenn man das ausschließlich macht, dann muss man sagen, dass man alles, was da jetzt im Moment auch an Hemmnissen in der Weltordnung drin ist, die UNO und so, die Rechte, die man den Naturvölkern zuschreibt und so weiter, dass das alles nichts ist und dass man das nicht zumindest als eine Schiene auch fördern oder an den Appell daran richten soll, dass das ernst gemeint sein soll und so weiter, halte ich für nicht sinnvoll, so etwas. Ende, ja genau, du hast ja schon geendet, ja. Wechsel 2, ja eben, das ist der Punkt, denken wir nochmal an Putin, ja, was hat der für Ideologie, immer ist es das Gleiche, der Putin denkt an früher, und denkt, naja, früher gehörte ja die Sowjetunion und die DDR mal zu uns und die holen wir uns jetzt wieder. Also die Ukraine und die DDR gehörte zur Sowjetunion und die holen wir uns jetzt einfach wieder oder so, ja, tendenziell. Und immer wieder dieses Rückwärtsblicken auf früher, das
dient jedes Mal wieder als Vorwand, den anderen anzugreifen und zu überfallen sozusagen. Israel, Palästinenser, da gibt's ja auch ja so immer der eine blickt in die Vergangenheit, da gehört ihm das Gebiet und dem anderen so und so weiter. Und das sind alles Dinge, die leider da eine Rolle spielen. Und jetzt fällt mir gerade nicht ein, was das Zweite war, was ich sagen wollte. Wechsel. Ja, ich kann das mal aufgreifen und kann sagen, ich halte das für eine verkürzte Sicht. Also zumindest ist das nicht das einzig Mögliche. Also Putin würde jetzt, ich male mir das mal so aus, aber ich halte das für eher realistisch, würde hier am Tisch sagen, wir denken ja nicht einfach, die Ukraine gehörte mal zu uns und deshalb muss die heim ins Zarenreich, sondern es ist so, dass wir einen Neutralitätszustand der Ukraine hier zwischen uns und den NATO-Ländern die ganzen Jahre hier als einen möglichen Sicherheitsstabilisierungszustand beschrieben haben. Uns geht es darum, dass wir nicht hier die NATO überall an unseren direkten Grenzen stehen haben wollen, diese Osterweiterung, und dass wir da die ganze Zeit versucht haben, Abmilderungs- oder Entschärfungsvorschläge auch zu machen. Ja, also als Beispiel jetzt, ne, von Palästina-Konflikt, da haben die auch reifere Vorstellungen, als nur zu sagen, wir waren eher da. Beide Seiten würden nicht überwiegend sich so begründen, schätze ich. Okay, ich gebe mal weiter. Ja, Wechsel 2. Ja, das ist aus meiner Sicht schon wieder genau da, auch wieder Zentralirrtum und so weiter, weil Putin hat nicht das Recht auf diesen Schutzraum. Die Ukraine ist ein eigenständiger Staat, und wenn der sich der NATO anschließt, hat die NATO auch das Recht, Atomraketen an der Grenze zu Russland zu positionieren. Denn das ist ja der Grund, warum wir als Gemeinwohlland sagen, wir müssen halt diese Raketenabfangriegel haben, weil wir eben den anderen Ländern nicht vorschreiben können, was sie machen können. Wir können nur, anstatt uns wie die Indianer platt machen zu lassen, können wir nur ein Hightech-Land sein, das Hightech, die Raketen hat, wo die Schwärme dieser Mini-Raketen so schnell sind, dass da einfach nichts durchkommt. Egal, ob es übers All kommt oder durch den Boden versucht zu kommen und dann nichts mehr durchkommt. Und anders geht es leider nicht. Ja? Und der Putin rechtfertigt jetzt quasi seinen Angriffskrieg damit, dass er sagt, man hat mir den Schutzraum weggenommen. Aber er hat keinen Schutzraum außerhalb der Grenzen Russlands. Kein Recht drauf. Wechsel. Das sehe ich ja eh ganz anders, weil ein freier Staat, also wie ich schon sagte, die Staaten sind Ergebnisse von Kriegen mit gewaltsam gezogenen Grenzen und mit Herrschaftssystemen, die weit davon entfernt sind, die Menschen auch nur nach ihrer freien Entscheidung zu fragen, bevor sie der Herrschaft untergeordnet werden. Und es gibt auch keine wirklichen alternativen Übersichten, die dem Beutelsbacher Konsens und so entsprechen würden, dass die Menschen wirklich alle Argumente und Wahlmöglichkeiten sehen könnten, sondern sie bekommen da ihre ausgefilterte Manipulationspropaganda vorgesetzt. Darüber hinaus hat Putin das nicht nur begründet mit der Sicherheitszone, sondern konkret damit, dass bestimmte Grenzbereiche mit überwiegend russisch geneigter Bevölkerung schikaniert oder auch militärisch angegriffen worden sein sollen durch die übrige ukrainische Regierung, die man auch ein Stück weit auf einen Putsch zurückführt. Ich persönlich bin dann der Ansicht, dass egal, ob es diese Ostbereiche der Ukraine sind oder ob es die Basken sind oder ob es die Schotten sind oder wer auch immer, ich bin der Ansicht, dass keine übergeordneten Gewaltkonstrukte wie die Staaten das Recht haben zu sagen, wir sind die gültigen Staaten. Sondern wenn da Bevölkerungsgruppen sind, die in einer bestimmten Region sagen, wir möchten jetzt bitte schön unsere Selbstständigkeit wieder haben, um hier entscheiden zu können, dann haben die ein Recht dazu. Und diese Gewaltkonstrukte drumherum haben nicht das Recht, sich als gültiger als diesen Wunsch darzustellen. Ja, also da wäre vieles, was als unvernünftig, unverantwortlich und aggressiv abgelehnt werden müsste, wenn man da mit Vernunft und Verantwortlichkeit draufschaut. Ja, Wechsel 2. Ja, es gibt für uns als pazifistisches Gemeinwohlland, ja, sozusagen, gibt es nur eine Denkweise. Bitte, liebe Welt, macht Gebietsstabilität. Alles, was an Territorium, so wie es jetzt ist, lasst das so.
wir versucht zu lernen daran, dass wir als Gemeinwohlland ein funktionierendes System haben, innerhalb dessen die Hausarztgesundheitsgemeinschaften, ja, die Hausarztgesundheitsgemeinschaften darauf hinwirken, dass wir wieder in Kommunen leben, eventuell sogar in 150er Gruppenfamilien, wer möchte, und so weiter, so dass wir alles wieder hinkriegen, was natürlich ist, und versucht lieber das zu kopieren, als wieder zu sagen, nein, also die Grenzen, die jetzt sind, respektieren wir wieder nicht, sondern wir müssen jetzt, wie die Russland ja angefangen hat, wir müssen die Krim zu uns nehmen und so weiter. Ja, das bringt alles immer nur weiter den Waffensparten etwas und nur diese. Und wie gesagt, ich sag halt, dass die Schenkerbewegung für mich einfach auch von bestimmten Sparten gebeutelt ist. Und auch vorhin das Wort von Öffi, Propaganda, das war wieder dieser Zentralirrtum, oh, die Bösen da oben, ja. Ich gebe aber erstmal Wechsel. So. Ja, also bei Propaganda kann man offen lassen, ob es ein Verbrecher ist oder in Trance handelt oder sowas, aber man kann sagen, es werden halt bestimmte, du würdest jetzt sagen, Sparteninteressen werden gegen das Gemeinwohl da eben beworben. Und so etwas kann man dann als Propaganda bezeichnen. Mal abgesehen davon, dass man die Leute eben selbst fragen kann, passiert euch das unabsichtlich oder macht ihr das absichtlich auch in dieser Weise, dass ihr da bewusst Sparteninteressen versucht zu bevorteilen? Und wenn sie dann sagen, ja, das machen wir bewusst und absichtlich, dann muss man so realistisch sein und zu sagen, das ist eine mögliche Motivation und Handlungsweise von Menschen. Aber ich will auf was anderes noch hin. Also ich halte es für einen Missbrauch des Begriffs Pazifismus, wenn man da solche Gewaltstrukturen mit befürwortet oder gewaltsames Vorgehen, gewaltsamen Schutz mit so einem Raketenschirm und so weiter. Das ist nicht Pazifismus. Pazifismus, um den Begriff in lauterer Weise verwenden zu können, bedeutet, dass man zuerst friedliche Methoden und Strukturen mit weitem Abstand bevorzugt und anwendet, bevor man dann vielleicht, wo es gar nicht anders geht, Ausnahmen machen würde. Wechselwunsch. Das heißt auf gar keinen Fall, dass man irgendwelche blutrünstigen Diktaturen in der Welt befürworten könnte und sagen könnte, ja, da halten wir jetzt die Grenzen und diese Systeme für akzeptabel oder in Ordnung. Kann man nicht machen, wenn man den Begriff so anwenden will. Okay. Wechsel 2, ja, für uns der einzige realistische Pazifismus, ich rede jetzt vom realistischen Pazifismus, wäre eben, wenn man eben nicht gebeutelt ist von irgendwelchen Zentralirrtümern, die irgendwelchen nicht bewusste manipulative Wirkung auf Menschen haben. Und ich sage ja, dass die Schenkerbewegung quasi Manipulationsopfer, aber nicht bewusster Manipulationsopfer, Manipulationsvorgänge durch nicht bewusste Aussendungen von Zentralirrtümern haben, die, so dass die Schenkerbewegung dann eben unrealistische Vorstellungen aus meiner Sicht hat. Aber der entscheidende Punkt ist, Pazifismus bedeutet, dass das Gemeinwohlland niemals eine Bewaffnung hat, dass es auch nur in der Lage wäre, auch nur das winzigste andere Land der Welt angreifen zu können und erobern zu können. Es gäbe keine Panzer, es gäbe also keinerlei Angriffstechnik, sondern nur nadelstichartige Abfangraketen, Schwärme, die halt technisch besser sind als die angreifenden Raketen und deswegen alles abfangen können. Und auf der anderen Seite vielleicht noch einzelne Nadelstichraketen, die zum Beispiel Moskau oder Washington oder sowas vernichten können und so weiter. Mehr nicht, Öffi, du hast kein Konto mehr bei dieser Runde. Okay. Ja, und von daher, also kurz gesagt, Die Situation ist also so, dass das ist Realismus und das andere ist deswegen nicht realistisch, weil es eben aus Spartenzentralirrtümern gespeist ist, die am Ende an scheiternden Ländern profitieren können und am Niedergang von Ländern. Das ist ja unsere Grundthese. Wechsel. Und zwar jetzt hat Yannick nur noch das Wort in dieser Runde und dann können wir ja noch eine Schlussrunde machen.
Ich überlege gerade. Ja, ich bin da mit Öffis Argumentation zusammen. Und für mich ist es ein Stück weit, ja, so, dass wenn jetzt Öffi manchmal redet, dann ist das für mich eine Art von, gut, er kann dann vielleicht Sachen in Worte fassen, wo ich danach sage, okay, ja, das, so würde ich es auch sehen. Ich sage jetzt aber inhaltlich dazu jetzt nichts weiter, weil das bei mir in meinem Kopf nicht, nicht fertig ist. Beziehungsweise, weil ich jetzt da gerade nichts in meinem Kopf zu habe, was ich dazu gut sagen kann. Deshalb gebe ich ab. Ja, dann machen wir jetzt eine etwas kürzere Schlussrunde, weil wir ja schon nach 10 haben, gell? Ja. Und übrigens, was mich erstaunt, ist, dass Google Meet immer noch läuft. Denn die haben ja behauptet, sie würden jetzt stoppen zwischendurch, ne? Aber scheinen sie nicht zu machen, ne? So, dann noch stelle ich noch mal die Uhr neu. So, dann. So, dann machen wir jetzt eine verkürzte letzte Runde. Wechsel 2. Ja, ich versuche mal für heute zusammenzufassen. Mir fällt es noch sehr schwer, so ganz konkret zu sagen, bei welchem Satz die Schenkerbewegung Opfer welcher Sparte und beziehungsweise welcher Zentralirrtümer, die für diese Sparte vorteilbringende Irrtümer überwiegend sind und für die anderen dann Nachteile bringende Irrtümer sind. Also ich sage ja, die Schenker sind quasi für mich Lobbyisten wider Willen, die zum Beispiel diese Idee, oh, die Bösen da oben, ja, weitertragen, die am Ende nur den Sparten, den Diktatursparten, den Waffensparten dienen könnten, falls es nämlich zum Aufstand der Reichsbürger zum Beispiel gegen die da oben dann kommen würde, was sie die ja auch angeblich ja tatsächlich auch versucht haben. Also ich kann es manchmal noch schwer in Worte fassen, aber das wäre die Arbeit der weiteren Gespräche und da ich ja jetzt sozusagen hier, sozusagen, da wir ja auch hier beim Weltrat sind und damit das gegeben ist, dass ja keine Probleme entstehen können mit Streitigkeiten und so weiter, wie das in diesen Foren möglich war, dann dadurch sehe ich die Aufgabe der weiteren eventuellen Samstalks eben darin, dass wir uns gegenseitig immer mehr versuchen, daraufhin anzusprechen, ja hoppla, euer Weltratkonzept vom Gemeinwohlland ist da aus unserer Sicht ein Zentralirrtum, da stecken Zentralirrtümer bestimmter dieser und jener Sparten dahinter, weswegen ihr das falsch seht und wir eben, also ich eben sage, ja nee, die Schenkerbewegung ist aus meiner Sicht da wieder Opfer und nur eine Marionette und ein Lobbyist wider Willen bestimmter Gewinnmöglichkeiten bestimmter Sparten, weswegen sich bei denen nicht bewusst bestimmte Zentralirrtümer evoluiert haben, die dann dazu führen, dass letztendlich das Modell der Schenker Zukunft, einer Schenkerstaates oder Landes oder überhaupt einer Schenkerwelt einfach aus meiner Sicht absolut unrealistisch wäre und eine Verschlimmbesserung. Ich gebe aber erstmal weiter. Wechsel? Ja, Wechsel 1. Wir sagen nicht einfach die da oben, die Bösen im Sinne einer Förderung von gewaltsamen Aufständen oder so, die jetzt Militär oder Sozial- oder Gesundheitssparten dienen würden. Wir sind, glaube ich, mit Abstand die entschiedenste Bewegung, die sagt, in alle Richtungen Argumente statt Fäuste. Wechselwunsch. Ich halte es dementsprechend auch für ja krass unrealistisch anzunehmen, dass mit Atomwaffen eines kleinen Gemeinwohlstaates, der jetzt auch noch Russland und die USA niederbomben können soll, dass das nur verteidigungsorientiert ist und ein realistisches Friedensmodell. Da halte ich es für viel besser, auf wirkliche Friedensstrukturen mit den anderen Staaten oder der Staatengemeinschaft hinzuwirken. Okay. Wechsel 2. Ja, ich, vielleicht, das kann ich so zusammenfassen.
Die Schenkerbewegung spricht in der Sprache pazifistisch und von Friedlichkeit und Argumente statt Fäuste und so weiter. Aber ihre eigentliche Sprache ist in Wirklichkeit kriegerisch, ist zumindest eine Kampfansage gegen die da oben. Und das kann immer nur, kann keine gesunde, starke Wirtschaft ermöglichen, weil nämlich jeder, der da oben ist und diese kriegerische Sprache hört, der wird das Land verlassen und wird sich nicht, wird zum Beispiel, wird sich in einem Gemeinwohlland nicht wohl fühlen, sondern würde da rausgehen und dann würde uns diese Wirtschaftskraft fehlen, die wir brauchen für diese Abfangraketen, Schwärme sozusagen. Dafür müssen wir technisch besser sein als die anderen Staaten der Welt. Und das, also ein Jeff Bezos, wenn du so wie Öffi spricht sozusagen, würde sich ein Jeff Bezos niemals wohlfühlen. Und bei uns würde er sich sau wohlfühlen. Und wir brauchen das, weil es sonst uns geht wie den Indianern. Wechsel? Es ist kein Bekämpfen von Leuten, wenn man sagt, dass sie kämpfen. Es ist nicht so, dass das eben realistischer oder aussichtsreicher würde für eine Friedenskultur, wenn man so etwas nicht mehr wahrnimmt oder nicht benennt, wie ob jetzt das die Armen, wie der Warren Buffett sagt, wir führen einen Krieg gegen die Armen, oder dass es eben um den Krieg gegen die Naturvölker geht oder den Krieg gegen Rojava. Das wäre eine so durchschaubare Propagandalüge gegenüber den Reichen und Mächtigen, dass ich nicht glaube, dass die sich irgendwie damit wohler fühlen würden. Man kann es ihnen ja selbst auch fragen. Und ich denke, es reicht den Menschen viel mehr, wenn man sagt, auch da, wo ihr kämpft oder wo ihr ausbeutet oder was auch immer, da ist unser Weg zur Veränderung nur, dass wir mit friedlicher Überzeugungskraft hingehen und sagen, dass das nicht kämpfen und stattdessen friedliche Teilen der Weg ist, der alle glücklich machen kann. Und das machen wir ja nicht nur, indem wir davon reden, sondern indem wir es in einem Umfang auch praktisch verwirklichen, wie ich es auch nirgends anderswo sehe. Und wie es auch sicherlich in diesen Kommunen, wenn sie wirklich dieses Glückslevel, dieses Glücksniveau haben wollen, was die Menschen mit ihrer Vernunft und Verantwortlichkeit, also Vernunft und Gewissen, wie es in Artikel 1 der Menschenrechte heißt, wenn es die Menschen so beglücken soll, dann muss es, glaube ich, auch echt und ernsthaft in dieser Weise gestaltet werden. Wechsel 2. Ja, ich fasse nochmal abschließend zusammen. Das Konzept der Schenkerbewegung wie alle alternativen Konzepte außer der seriösen Gemeinwohlorientierung sind Verschlimmbesserungskonzepte. Da würde ein Land oder eine Welt raus resultieren, die schlechter ist als der Kapitalismus, weswegen auch viele Menschen sich dafür nicht entscheiden. Und der Grund, warum sie sich nicht massenhaft für die GG-Kombi, also die unsere Gemeinwohlwirtschaftsvariante interessieren, liegt daran, dass eben dafür tatsächlich die Vernunft nicht ausreicht. Denn die Leute lieben halt zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie des Christian Felber, gerade weil die wieder den Zentralirrtümern der Sozialsparten gerecht wird und weil aus der Gemeinwohlökonomie wieder eine DDR würde mit ganz vielen Armen, die wieder betreut werden können von den Sozialspartlern. Aber ja, das ist so. Aber meine Zeit ist jetzt erstmal um und jetzt, ihr beide habt noch ein bisschen Zeit. Also der Öffi hat noch fast eine Minute und der Janik hat auch noch etliche Minuten. Ne? Ja, dann sage ich mal Wechsel 0. Also jetzt so, also ich nach meinem jetzigen Kenntnisstand ist für mich das Konzept der Schenkerbewegung das am Gemeinwohl orientiertesten, also das, was wirklich ganzheitlich durchgreifend am effektivsten ist. Ich wüsste jetzt nicht, welches andere System da besser wirken könnte, als jetzt das, was jetzt von mit unseren Ansätzen, Methoden da ist. Und da frage ich mich jetzt, ob da sozusagen diese Aussage jetzt über diese, dass die Schenkerbewegung
dass da irgendwelche Sparten von profitieren würden. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Also für mich ist es halt unlogisch, weil wenn letztendlich die Zielorientierung ist, ein gesamtverantwortlich, ganzheitlich, menschengeschwisterliches Leben, dann ist, also wie soll da sozusagen eine Verschlimmbesserung entstehen, es sei denn, es würde eben nicht nach diesen Idealen gelebt. Klar, wenn jetzt jemand in der Henkerbewegung ist und der sagt, er hat jetzt hier diese Zielorientierung vom gesamtverantwortlichen menschengeschwisterlichen Leben, aber er setzt es nicht so um und lebt nicht danach, und dann mag sein, dass derjenige dann in vielleicht in eine andere Richtung wirkt, ne? Aber so erstmal so diese das Ideal der Schenkerbewegung ist für mich von allem, was ich bis jetzt kennengelernt habe, das gemeinwohlorientierteste. Wechsel. Ja, greife ich auf, wenn ich noch eine Minute habe. Also im Prinzip, wenn jemand eine verantwortliche, auch unter Menschen geschwisterlich teilende Welt haben will, dann wird es aus meiner Sicht kaum irgendwie vernünftig begründbar sein, nicht Menschen, die sagen, jo, das sehen wir ein, dass es eine verantwortliche und menschengeschwisterlich teilende Welt geben muss, und aus dieser Einsicht heraus machen wir das jetzt so gut, wie wir können. Dann kannst du mal sagen, ah nee, die kannst du gar nicht geben, diese Menschen, die kannst du gar nicht geben. Aber wenn es sie gibt und sie machen es so, dann da irgendwie zu sagen, das ist jetzt diesem Ziel nicht gemäß oder nicht das Beste für dieses Ziel, das halte ich für kaum irgendwie gedanklich logisch möglich. Insofern, wir machen einfach weiter, ne? Also von Schenker-Bewegung. Wir sagen, verantwortliche Geschwister, nicht teilende Welt. Wir bejahen das aus Einsicht. Wir entscheiden uns mit unserem Willen. Piep, piep, piep. Und wir machen es praktisch so gut, wie wir können. Und wir glauben, es dient dem Ziel am besten. Ja, also von mir aus könnte man noch eine kleine Runde ranhängen, weil ich da natürlich was zu sagen hätte. Ja, aber wir vertagen also aufs nächste Mal, ja? Ja, alles klar. So. Ja. Dann vertagen wir es aufs. Alles klar. Und wie gesagt, da machen wir einfach weiter. Ja? Genau. Ja. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ich auch. Huh.